Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum UDK Tuesday 238, diesmal als Panel-Diskussion in Kollaboration mit dem Lehrstuhl KIT und der studentischen Gruppierung Fuck Concrete. Unser Panel heute Abend besteht aus Elisabeth Endres, Thomas Auer, Dirk Hebel und Eike Roswack-Lingen. Und wir freuen uns auf sehr spannende Vorträge und eine lebhafte Diskussion mit Ihnen allen im Anschluss. Und damit würde ich das Wort gleich mal an dich, Felix, übergeben, damit du unsere Gäste etwas besser vorstellen kannst. Hallo zusammen. Wir sind Felix, ich bin Felix Deiters und wir sind auch Justine. Wir sind beide von der Studierendeninitiative SEQ Concrete. Und wir haben uns gebildet, um uns für eine klimagerechte Lehre einzusetzen. Wir sind in diesem Rahmen an Christoph Kengnagel und das Team vom Universitätsstudio angetreten und freuen uns, dass wir da eigentlich offene Türen eingerannt haben. Und der Termin jetzt heute bildet den Auftakt einer Reihe mit Expertinnen und Positionen zum Thema, wie wir uns Architektinnen und Architektin zur Klimakrise positionieren können und zum Handeln befähigen. Wir freuen uns, dass wir jetzt gleich zu diesem ersten Termin eine Reihe ausgewiesener Expertinnen, wenn ich die Expertinnen hier umhalten dürfen. Und Ihnen übergebe, will ich noch einen kleinen Aufruf hinterher schicken, dass wir uns natürlich total freuen, über jede Person, die mitmacht und uns. Ich sehe gerade, mein Mikro ist leider total problematisch, deshalb gebe ich jetzt sofort weiter an Justine. Hallo, schönen guten Abend. Ich bin Justine Acevedo-Hilsbusch und ich bin auch Teil vom Team FAQ Concrete. Genau, und wir freuen uns sehr, dass dieser UDK Tuesday heute stattfindet. Wir freuen uns sehr über unsere Gästinnen. Professor Thomas Auer ist der Leiter vom Lehrstuhl für Gebäude, Technologie und klimagerechtes Bauen an der TU München. Viele hier kennen ihn aber auch sicher vor allem als Teil von Transolar, einem Bromin-Test-Projekt in letzter Zeit der Alnatura Campus und mit Haas Koch, Semrich und Martin Rauch. Und für uns ist auch sehr relevant der Leitfaden Einfaches Bauen zusammen mit Florian Nagler. So, ich unternehme nochmal einen zweiten Test. Ist das jetzt besser? Okay. Dann mache ich weiter mit Frau Professor Elisabeth Endres von der TU Braunschweig. Sie ist langjährige Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bauklimatik und Haustechnik an der TU München gewesen und hat dort neben ihrer Mitarbeit an einzelnen Forschungsprojekten den Lehrbetrieb am Lehrstuhl geleitet und den Studiengang energieeffizientes, nachhaltiges Bauen aufgebaut. Inzwischen ist sie Professorin für Bauklimatik und Energie an der TU Braunschweig und forscht zu robusten Bauweisen und einfachen, komponentenarmen technischen Systemen. Dann begrüßen wir auch sehr Professor Dirk Hebel vom Lehrstuhl für nachhaltiges Bauen in Karlsruhe. Genau, er ist Professor für nachhaltiges Bauen am KIT. Er forscht am Future Cities Laboratory in Singapur und davor unter anderem auch an der ETH und Addis Abeba. Er forscht zu Materialkreislaufen und kreislaufgerechten Konstruktionen und urbanen Minen und hat lange mit Felix Heisel zusammengearbeitet, einem UDK-Alumnus, zum Beispiel an der Urban Mining und Recycling Unit an der ETH. Dann kommen wir zu Professor Eike Roswack-Lingen, der ja hier gewissermaßen Nachbar von uns an der UDK ist. Er leitet an der TU Berlin das Natural Building Lab und die jetzt ja gerade auch für das Exilmuseum einen ersten Pionier an das Anhalter Bahnhof gebaut haben. Und er ist Teil von ZDS-Architekten, die für ihre Lehm- und Holzbauten bekannt sind und dort für einfache bauliche Lösungen für eine
faire globale Gesellschaft implementieren, habe ich so gelesen. Genau, und wir freuen uns natürlich auch sehr über einen spannenden Vortrag von unserem Professor Christoph Gengnagel. Er ist Professor für konstruktives Entwerfen und Tragwerkslehre bei uns an der UdK und auch Leiter vom Institut für Architektur und Städtebau. Außerdem Leiter des Projekts Hybrid-Plattform, einer gemeinsamen Arbeitsplattform der Universität der Künste und der TU Berlin. Und wie dient dem disziplinübergreifenden Austausch zwischen Künsten, Wissenschaft und Technik? Und neben der Lehre arbeitet er zu Design Modeling und LCA. Thomas, dann würde ich den ersten Vortrag erbitten von Dirk Liebe. Genau, vielen herzlichen Dank. Ich werde den Bildschirm freigeben. Wir haben uns so geplant heute Abend, dass wir ganz kleine Input-Referate geben von 7 bis 8 Minuten. Das heißt, ich werde mich jetzt auch dann gleich sputen, den Vortrag oder diesen Input zu geben. Wie gesagt, wir sind von der Professur Nachhaltiges Bauen am KIT. Und ich möchte einfach am Anfang nochmal so ein paar Fakten und Daten präsentieren, dass wir auf der gleichen Ebene nachher weiter diskutieren können. Das Bauwesen nach neuesten Erhebungen von der Europäischen Kommission vom Jahr 2019, wissen Sie vielleicht alle, ist für 50% des Verbrauchs der Primärenergien verantwortlich. Es ist auch für 40% des CO2-Ausstoßes und anderer Treibhausgase verantwortlich. Es ist für 36% der Feststoffabfälle nach Gewicht verantwortlich. Und ist für 50% des Primärrohstoffverbrauchs in der Europäischen Union verantwortlich. Und auch gleich deshalb hat Herr Schellenhuber vor kurzem das Bauwesen als den großen Elefanten in der Klimadebatte bezeichnet, den er angeblich jahrelang oder Jahrzehnte übersehen hat. Da können wir hinterher diskutieren, ob ein Herr Schellenhuber einen solchen riesigen Elefanten übersehen kann. Das hat Konsequenzen. Hier ein paar Highlights der letzten Jahre. Deutschland geht der Sand aus. Die Frage von Primärreserven oder Primärrohstoffen erreicht uns hier heute, in unserer heutigen Generation. Bereits 2015 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ausgerechnet, wie lange wir überhaupt noch diese Reserven, das heißt die technologisch erreichbaren Ressourcen, zur Verfügung haben. Und Sie sehen hier damals schon vor 16 Jahren wurden noch Zahlen genannt von 23 Jahren für Zinn oder Zink oder 44 für Nickel und 32 für Kupfer. Das heißt, im Endeffekt befinden wir uns auf einer oder in einer Sackgasse, wenn wir die heutige Frage nach den Ressourcen stellen. Das hat einen Grund. Der Grund ist das hier. Das ist unser Status quo des Bauens. Das heißt, wir produzieren Abfall. Wir haben akzeptiert in unserer Gesellschaft, dass wir Abfall produzieren, dass wir es nicht hinterfragen, wie wir bauen, dass wir nicht hinterfragen, welchen Wert diese Rohstoffe für uns überhaupt haben als Gesellschaft und auch individuell. Und wir haben ein System etabliert, eine Bauwirtschaft etabliert, die im Endeffekt auf dem sogenannten linearen System basiert. Das heißt, wir entnehmen etwas, wir produzieren Produkte und Güter und emittieren hinterher entweder Emissionen oder schmeißen dieses Material auf die Deponie. Bereits 1962 hat hier Richard Rogers ein anderes Diagramm vorgeschlagen, die sogenannte Kreislaufwirtschaft, ein zirkuläres System, in der die gebaute Umwelt sich im Endeffekt selbst regeneriert, um daraus immer wieder neue Reserven und Ressourcen zu schöpfen. Nur, das bedingt, dass wir eben ein sogenanntes anthropogenes Lager aufbauen und dass wir dieses Lager so aufbauen, dass es für zukünftige Generationen auch nutzbar ist. Das heißt, wenn wir anschauen, wie hoch das anthropogene Lager in Deutschland ist, Sie sehen hier die linken beiden Säulen des Hochbaus und des Tiefbaus, ist dieses Produkt eigentlich gigantisch. Aber, wie eben auf dem Foto gezeigt, haben wir es nicht geschafft, diese Materialien und Bauteile so in unsere gebaute Umwelt einzusetzen, dass wir sie auch wieder entnehmen können. Das heißt, wir müssen im Endeffekt ein neues System schaffen, ein sortenreines Bausystem, in dem wir Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure in der Lage sind, so zu konstruieren, so zu fügen, dass wir alle Materialien ohne Verlust an Qualität nach dem ersten Zyklus in einen zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Lebenszyklus schicken können. Und wenn Sie daran denken, nochmal das Bild, das ich eben gezeigt habe, leider ist das heute nicht der Fall. Um das zu generieren, brauchen wir auch Vorgaben. Wir brauchen so etwas wie Materialpässe. Wir müssen wissen und wir müssen auch diese Daten erheben, wo wir in Zukunft diese Materialien zur Verfügung haben werden, in welcher Qualität und in welcher
Materialeigenschaften dort vorfügen. Und wir müssen im Endeffekt auch die Digitalisierung des Bauwesens nutzen, nicht nur zur Produktion, sondern vor allem auch des Datenmanagements, um hinterher ein solches Lager überhaupt managen zu können. Jetzt muss man aber kein Mathematiker sein, um auszurechnen, dass sogar wenn wir in der Europäischen Union heute bereits in der Lage wären, alle diese Materialien und Bauteile wieder einsetzen zu können, verwenden oder so verwerten zu können, ist damit der Bedarf an diesen Baumaterialien oder an unseren Baumaterialien noch lange nicht gedeckt. Deswegen forschen wir auch an sogenannten kultivierten Baumaterialien. Wir schauen zum Beispiel auf Gräser wie Bambus oder Hanf, schauen, ob wir hier einen Stahlersatz ersetzen oder erfinden können, den wir in Zukunft einsetzen können. Oder zum Beispiel erforschen wir Pilzmyzelien, das heißt das Wurzelwerk von Pilzen, um daraus auch einen Ersatz vielleicht für Beton erschaffen zu können. Das heißt im Endeffekt, die Forschung voranzutreiben nach alternativen Baumaterialien, die unsere Palette der Möglichkeiten erweitern in Zukunft und uns diese Fokussierung und Monopolisierung des Bauwesens auf ein paar wenige Baumaterialien zu erweitern erlaubt. Bis hin zu Plattenwerkstoffen, Ersatz für Holzwerkstoffplatten, Ersatz zu chemischen Klebemethoden, Ersatz für Lackierungen, Ersatz für all das, was wir als Komposite bezeichnen, an Bauschäumen, alles, was wir jetzt lieb gewonnen haben, im Endeffekt zu hinterfragen, damit wir diese Materialien überhaupt wieder in Kreisläufe einspeisen können, bis hin zu neuartigen Konstruktions- und Struktursystemen. Gut, soweit meine ersten 7 bis 8 Minuten. Dann würden wir jetzt gleich ins fliegende Wechsel mit Herrn Professor Gustav Gengler weitermachen. So. Okay, bin ich zu hören? Ja. Gut, genau, es geht im Endeffekt, glaube ich, wie wir es schon gesehen haben, um unter anderem auch um eine ganz vielleicht auch neue Idee des Entwerfens. Es geht also natürlich erstmal um vielleicht auch ganz neue Ziele, aber auch um andere Methoden und Prozesse, um diese Ziele zu erreichen. Und genau das ist, glaube ich, was für uns im Moment sehr, sehr spannend ist, dass wir versuchen eigentlich sowohl Methoden als auch Antworten zu entwickeln, die jetzt unmittelbar einsetzbar sind. Also sprich auch jetzt schon in Entwürfen, jetzt zum Beispiel hier der Entwurf mit Robert Neuen für die Siemensstadt. Da ging es darum, ganz normal diese Aufgabe zu erfüllen, Arbeitswelten zu schaffen. Und das ist eine sehr großen Volumen, neben dem Wohnungsbau, der das Bauen sehr stark bestimmt. Und es geht uns halt darum, unmittelbar jetzt sozusagen auch schon Dinge zu verändern, Lösungen zu erfinden, die einfach kopierbar sind und die andere übernehmen können. Die Herausforderung bei der Frage, wie können wir das Bauen der Zukunft verändern, um eine höhere Performance des Raumes zu entwickeln und vor allem auch diese Synergie zu erzeugen zwischen den einzelnen Disziplinen, steht ja unter anderem darin, dass es eben ganz, ganz viele Aspekte gibt, die ich zusammenbringen muss, um im Endeffekt genau diese Frage der Ressourcen und der Emissionen in einer ganz neuen Art und Weise auch verhandeln zu können. Also bis hin zu der Frage, kann ich praktisch letztendlich schon vorhandenes Material, kann ich gebrauchtes Holz einsetzen, kann ich Recyclingbeton verwenden. Das ist ein sehr, sehr großes neues Thema, was wir aufmachen, was gleichzeitig kombiniert wird mit allen anderen Fragen, die wir in den letzten Jahren natürlich auch schon immer stärker fokussiert haben. In der Frage, wie können wir mit weniger Technik mehr Performance des Raumes erreichen und im Endeffekt dieses Ziel zu erreichen, die Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig natürlich auch den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Und eine Antwort in der Frage, wie kommen wir zu diesem Ziel, ist sicherlich der Einsatz von Computation.
Weil, wie man schon sich vorstellen kann, aus eigener Erfahrung auch weiß, entsteht eine sehr große Komplexität. Und letztendlich heißt es wiederum bauen auch letztendlich, dass man Komplexität ja auf relativ einfache Lösungen reduzieren will. Ja, das große Thema ist ja, dass wir versuchen wollen, einfach zu bauen. Und deswegen glauben wir, ist ein Mittel, um zu diesem Einfachen zu kommen, eben der Einsatz von Computation, um letztendlich den Punkt zu erreichen, um den es uns geht, dass wir in diesen ganz frühen Entwurfsphasen, also da, wo sozusagen die Relevanz unserer Entscheidung wirklich große Bedeutung haben, um aus da schon sozusagen aus dieser Vielfalt der ganzen Faktoren heraus Entscheidungen treffen zu können. Und wenn man das versucht, runterzubrechen auf jetzt die Situation, die wir aktuell versuchen zu verbessern, dann geht es einfach darum, erstmal zu schauen, was sind eigentlich jetzt vor allem in Bezug auf das Tragwerk, also auf die primäre Struktur, was sind eigentlich da die großen Materialspeicher? Und das sind, wie man eben an dieser Grafik sieht, das ist eine Analyse gewesen von einem Bauwerk hier in Berlin, was umgebaut worden ist. Und es ging halt darum, unter anderem, was sind eigentlich die Bauteilgruppen, die ein hohes Treibhauspotenzial haben, also Global Warming Potential oder CO2-Äquivalent. Und was man in der Grafik ganz gut sieht, ist, dass eben im Endeffekt es vor allem durch diese Deckenkonstruktionen sind, ja, die große Masse ausmachen bei diesem Bauwerkstyp. Und das führt eben dazu, dass man versuchen muss, sozusagen in diesen frühen Entwurfsphasen, also im Wettbewerb, in den Leistungsphasen 1, 2, 3, vor allem in der 2 eigentlich, mit einer größeren Anzahl von Varianten zu arbeiten und die genau auf eben unter anderem auf ihr Global Warming Potential zu untersuchen, wobei auch das sicherlich nur ein Aspekt ist in der Frage des Lifecycle Assessments. Und dann reden wir immer noch von dem aktuellen Standard des Lifecycle Assessment, was immer noch den Prozess Cradle to Grave beinhaltet, also nicht den Stoffkreislauf, von dem Dirk gerade eben gesprochen hat. Weil das ist ja eigentlich unser wirkliches Ziel. Ja, wir wollen diesen Stoffkreislauf erreichen. Und was wir jetzt hier sehen, ist auch wiederum nur so ein erster Versuch, um überhaupt eine Bewegung zu erzeugen, wegzukommen von dem aktuellen State of the Art. Das heißt, das ist die berühmte Stahlbetonbauweise mit dieser Flachdecke, die eben ein großer Ressourcenschlucker ist. Und dann natürlich auch auf die Frage hin, wie können wir Konstruktionen entwickeln, die praktisch demontabel sind, ja, wo ich im Endeffekt wieder Elemente entnehmen kann, wo ich eben nicht monolithisch bauen muss. Und deswegen haben wir also zum Beispiel in diesem Projekt eben sehr früh genau solche verschiedenen Varianten verglichen. Man sieht jetzt hier verschiedene Typen, auf die ich gar nicht eingehen will. Sieht rechter Hand die sinnigerweise mit grün markierten Deckentypen, die alle mit Holzwerkstoffen operieren. Man kann aber ganz gut schon erkennen, ja, dass man durch so eine einfache Analyse, die eben in den frühen Phasen möglich ist, schon so einen ersten Indikator bekommt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also wir sind nicht vollkommen, also wir können sozusagen schon reagieren. Ja, wir müssen das bloß wirklich versuchen, jetzt zu tun. Und wir müssen versuchen, eben das auch zu etablieren, genau diese Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellen zu können. Weil am Ende wird es natürlich, das muss man zugeben, im Weiteren kommen noch die Aspekte, die wir dann später auch noch hören werden, die Frage des Klimas in einem Gebäude dazu. Es kommt noch die Frage sicherlich auch von allen anderen Eigenschaften eines architektonischen Raums hinzu. Und gleichzeitig praktisch jede von diesen Fragen bildet eigentlich so eine große Verzweigungskette. Ja, und eine Idee, mit der wir uns aktuell beschäftigen, ist eben genau diese vielfachen Verzweigungen, ja, etwas anzuwenden, was jetzt aus anderen Bereichen auch schon bekannt ist, also mit Machine Learning Technologien, versuchen einfach Variantenprüfung oder Variantenerzeugung durch die Maschine generieren zu lassen, um die Prüfung, ja, und die Beurteilung wiederum im Dialog durch den Mensch vollziehen zu können. Aber ich glaube, was eine der wichtigen Herausforderungen ist, eben diese große Anzahl von Parametern in irgendeiner Form fassbar zu machen, damit sie auch zu menschlichen Entscheidungen halt führen. Und gleichzeitig erscheint uns eben wichtig in diesem gesamten Diskurs, dass das Ganze immer auch experimentell bleiben soll. Ja, wir müssen, um die Zukunft zu verändern, wirklich auch weiterhin experimentieren. Wir müssen also auch Methoden finden, den Raumentwurf wirklich mit dem Experiment zu verknüpfen. Und auch da sehen wir nach wie vor Computation als einen der entscheidenden Ermöglicher. Und wir glauben eben, dass bisher in dem architektonischen Entwurfsprozess genau diese Möglichkeit viel zu schwach ausgeschöpft worden ist. Ja, dass wir denken, dass genau da sozusagen eine, wirklich auch, glaube ich, starke Ressource im Planungsprozess liegt, mit dem wir eben genau diese großen Herausforderungen annehmen können. Die jetzt im Weiteren Thomas Auer vorstellen wird.
Ja, vielen Dank. Ich mache auch gleich weiter, weil ich habe natürlich zu viel Folien, muss deswegen ein bisschen schneller reden, wie immer. Ich will so ein bisschen, Sie haben vorher gesagt, ich komme von Transolar. Das war so der Alltag, der mich bestimmt hat über die letzten 25 Jahre hier ein Hochhaus, was wir in Kanada gebaut haben, sehr viele gläserne Gebäude. Und ich glaube, wir haben sehr schöne Gebäude gebaut, wir haben sehr gute Gebäude gebaut. Aber das sind immer Gebäude, die sehr stark auf die auf die verändernde Witterung reagieren. Adaptivität war immer ein großes Schlagwort bei der Entwicklung oder ist nach wie vor ein großes Schlagwort bei der Entwicklung dieser Gebäude. Und wie Christoph es auch gesagt hat, geht es natürlich bei uns stärker um den Energieverbrauch im Betrieb. Aber es geht auch um Aufenthaltsqualität, weil letztendlich verbrauchen wir Energie, um Aufenthaltsqualität herzustellen. Und dieses Verständnis von Aufenthaltsqualität, ich glaube, das ist so ein bisschen, was uns umtreibt über die Jahre. Dieses Gebäude war dann das energieeffizienteste Hochhaus Nordamerikas für 2000 Mitarbeiter, die in diesem Gebäude arbeiten, für einen Energieversorger. Wir haben das Gebäude dann anschließend gemonitort und mussten feststellen, ich mache es ganz kurz, eine sehr lange Geschichte, mussten feststellen, dass wir am Tag 1, nachdem wir ein ganzes Jahr Betrieb hatten, einen Energieverbrauch um das Doppelte überschritten hatten im Vergleich zu dem, was wir prognostiziert hatten in der Planung. Und hier sieht man quasi September 2010, das zurückliegende Jahr, und dann Oktober 2010, das zurückliegende Jahr und so weiter. Wir hatten da ein paar Probleme, es gab ein Problem mit der Hydraulik, die hat man dann repariert hier. Gibt es ein großes geothermisches System, das hat dann besser funktioniert. Aber letztendlich, was uns so ein bisschen umgetrieben hat, es war nicht das eine Problem. Ja, es waren am Schluss eine Bugliste, also eine Fehlerliste von 100 kleinen Dingen. Ein Sensor, der nicht angeschlossen war, ein Kabel, das gefehlt hat, ein Sensor, der was Falsches gezeigt hat, die Lichtsteuerung, die nur auf 10% runterging, die Nutzer das nicht gemerkt haben, tageslichtabhängig den Raum verlassen haben und nachts plötzlich im Teilbereich das Licht wieder anging. Solche Dinge. Und wir haben 2 Jahre gebraucht, bis das Haus funktioniert hat. 2 Jahre. Inzwischen funktioniert es immer noch sehr gut. Die sind sehr glücklich mit ihrem Haus. Aber man muss sich natürlich fragen, ist das ein Modell? Und wir sehen, das hat uns ein bisschen umgetrieben, auch in der Forschung, diese Frage des Performance Gaps. Wir haben dann umgeschaut, haben festgestellt, okay, das trifft nicht nur uns. Hier eine Studie vom Rebar, vom Royal Institute of British Architects. Die haben sich 60.000 Schulgebäude in Europa angeschaut und haben festgestellt, dass 95% dieser Gebäude nicht funktionieren wie geplant. Es ist also, wir sprechen hier nicht über die Ausnahme, sondern wir sprechen über den Normalfall. Und das ist das, was wir einfach erkennen müssen. Wir wissen, in Deutschland brauchen unsere Bürogebäude 70% mehr als prognostiziert in der Planung. 70% mehr Energie. Und wir haben eine extrem hohe Unzufriedenheit. Das heißt, wir sehen, auch wenn wir nochmal zurückgehen zu diesem Manitoba Hydro Gebäude mit der ganzen Adaptivität, wir sehen Glasgebäude in Dubai, die haben alle nicht diese Adaptivität. Niemand kopiert. Wir haben gezeigt, dass wir in extremen Klimasituationen solche Gebäude bauen können. Die Realität ist, dass Glasgebäude entstehen, die völlig dumm sind, die keine ohne Sinn und Verstand, wenn man es kurz machen will. Und wir müssen einfach erkennen, wenn wir jetzt noch diese Frage der Robustheit erkennen, dass wir 2 Jahre brauchen, bis so ein Haus funktioniert, dann müssen wir erkennen, dass dieses Haus weder kopiert wird von anderen, das noch robust ist, das heißt, als Modell letztendlich gescheitert ist. Das müssen wir einfach akzeptieren, dass diese Gebäude als Modell gescheitert ist. Wir brauchen bessere Modelle, wir brauchen robustere Modelle, die nicht 2 Jahre der Einregulierung brauchen. Und an der Stelle kommen wir an einen Punkt, das auch mit Materialität zu tun hat. Wir haben dann eine Studie gemacht, auch an der TU mit Florian Nagler zusammen, die auch publiziert wurde im Buch von Detail, wo wir in 12 Schulen unterschiedlichen Epochen Messungen gemacht haben, Aufenthaltsqualität gemessen haben, Energieverbrauch gerechnet haben und haben die dann gegeneinander verglichen. Und ich will auch nur das Ergebnis zeigen. Das ging los oben links mit einer Schule von Theodor Fischer, die 1898 in Betrieb ging, gebaut wurde, bezogen wurde und dann 20er Jahre, 50er Jahre, 70er Jahre Gebäude, die teilweise schon renoviert waren. Und das Neueste war hier unten rechts ein Vollholzgebäude von Florian Nagler,
das 2015 zusammen mit Hermann Kaufmann in Diedorf errichtet wurde, auch ein Forschungsprojekt von der BBU gefördert. Lange Rede, kurzer Sinn, das Theodor-Fischer-Gebäude mit seinen 60 Zentimeter dicken Backsteinwänden, den 4 Meter hohen Räumen, den 80 Quadratmeter Klassenraum statt dem 60 Quadratmeter Klassenraum, den wir heute bauen, hatte unter allen Gebäuden, die keine Kühlung hatten, den besten sommerlichen Komfort. Es hatte die aufgrund der, sagen wir mal, hohen Fenster, hat es mit den kleinsten Fensterflächenanteil die beste gleichmäßige Belichtung. Es hatte unter allen Gebäuden, die natürlich gelüftet waren, die geringste Überschreitungshäufigkeit von zu hohen CO2-Werten. Das heißt, die beste Luftqualität. Und dann das Interessanteste war, das war für uns tatsächlich auch ein Aha-Erlebnis, es gibt ja keine Verschattung, Klimaregeln nur die dicken Wände. Sie haben dann als quasi Blendschutz diese großen Vorhänge, großen schweren Vorhänge. Und aufgrund dessen, dass der Raum so hoch ist, ist es so viel Vorhangstoff, dass selbst die Akustik in dem Raum am besten war, ohne jegliche akustische Maßnahme. Wir würden das heute als Multi-Objective Optimization bezeichnen. Zurückzukommen, Christoph, zu deiner Modellierung. Und das war damals einfach so ein Stück weit Common Sense. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Common Sense uns verloren ging. Das Gebäude wurde in 120 Jahren nie generalsaniert. Nie. Und das müssen wir uns einfach immer vor Augen führen. Florian Nagler mit seinem Gebäude, mit seinem Vollholzgebäude in Diedorf, um mit Vollholz den Schallschutz, den Brandschutz, alles herzustellen, hat so eine Vollholztrennwand am Schluss 11 Schichten. 11 Schichten. Und da müssen wir uns auch manchmal die Frage stellen, natürlich ist es sinnvoll und ökologisch, mit Holz zu bauen, aber ist Holz immer und überall der richtige Baustoff? Also es wird so manchmal ein bisschen unreflektiert, wenn man das jetzt vergleicht. Und wir kompensieren das dann immer mit Technologie. Und wir versuchen das, dieses Theodor Fischer dann in diesem Einfach-Bauen-Projekt nachzuvollziehen, haben dann Simulationen gemacht, da sind wir jetzt wieder, Christoph, bei deinem Thema, 81 Geometrien, 4 Orientierungen, 4 unterschiedliche, 3 unterschiedliche Materialien, 3 unterschiedliche Gläser, kamen dann zu 4000 Varianten. Sowas können wir halt alles abbilden in Simulationen und können auch deren Robustheit untersuchen und haben wirklich versucht, auch dieses Thema der Raumhöhe, ich glaube, das ist das Thema, wo wir in den letzten Jahren viel zu viele Kompromisse gemacht haben in der Architektur, auch den Einfluss dieser Raumhöhe nochmal zu verifizieren und zu untersuchen. Und wir kamen dann, und es ging dann dieses Einfach-Bauen-Projekt nicht nur um die Simulation der Performance und die Geometrie, sondern auch, wie wir über Bauteilaufbauten wirklich Schichten wegkriegen können. Hier als Beispiel Dämmbeton. Wenn wir wieder einen Raum bauen, wo wir keinen außenliegenden Sonnenschutz brauchen, dann entfällt dieser Sonnenschutz. Der Dämmbeton macht diese äußere Isolierung obsolet. Wenn wir uns überlegen, wie wir installieren, dann brauchen wir plötzlich keinen schwimmenden Estrich mehr und kriegen die Raumakustik oder den Schallschutz auch anders hergestellt und so weiter. Das haben wir für alle Materialien gemacht. Daraus ist diese drei Gebäude entstanden und der Kehle hat es vorher angesprochen. Sortenreinheit war ein großes Thema. Und man sieht hier das Dämmbetongebäude, das Holzgebäude und das Ziegelgebäude. Und man fragt sich, woher diese Rundbögen kommen, ob das jetzt so ein bisschen was Historisierendes hat. Aber das kommt aus diesem Thema der Sortenreinheit, weil dieser Beton ist unbewehrt. Und wenn wir Beton nicht bewehren, keinen Stahl reinmachen, dann können wir auch kann er keinen Zug übernehmen. Dann kann er auch keinen Sturz ausbilden und wir enden wieder bei diesen Rundbögen. Das Holz kann das natürlich. Deswegen sieht das Fenster im Holzgebäude anders aus. Ich will abschließen mit so einer Grafik. Was mich so ein bisschen umtreibt, ist immer die Frage, es wird sehr viel über Materialeinsatz geredet. Wir haben an dem Theodor-Fischer-Gebäude gesehen, wie Material zu Robustheit führen kann. Aber gleichzeitig führt es natürlich zu einem erhöhten Materialverbrauch. Und ist dieser erhöhte Materialverbrauch wiederum angemessen? Und wir haben hier mal verglichen, hier Materialeinsatz erstmal Kilogramm. Wie viel Kilogramm setzen wir ein, wenn wir eine Doppelfassade bauen, wie bei dem Manitoba Hydro-Projekt, pro Quadratmeter Fassade? Wenn wir eine Betonfassade, 24er mit 20er Dämmung, 42er Ziegel, also Poroton isolierender Ziegel, dann Dämmbeton oder Infraleichtbeton, muss ich sagen, richtigerweise. Oder wenn wir
Stampflame einsetzen, eine Stampflamewand oder am Schluss dann eine Holzwand. Wie viel Kilogramm setzen wir ein? Und hier sieht man das CO2-Äquivalent nur für die Phase A1 bis A3, also quasi für die Errichtung des Gebäudes. Und man sieht, dass es einfach keinerlei Korrelation gibt zwischen Kilogramm Material, das wir einsetzen, und dem CO2-Äquivalent für die Errichtung des Gebäudes. Das heißt, Themen wie Sortenreinheit, Themen der richtigen Materialauswahl werden sehr viel relevanter. Und das führte natürlich zu diesem Gebäude, diese Diskussion, zu dem Alnatura Campus, was schon besprochen wurde. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann geht es auch gleich weiter mit Elisabeth Endres. Die Stummschaltung weg und das Vollbild anmachen. Auch von meiner Seite guten Abend. Ja, ich schließe direkt mit einer Frage an, an Thomas Auer. Wie wenig ist genug? Auch das treibt mich um. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich 5 Jahre bei Thomas Auer gearbeitet habe am Lehrstuhl. Und parallel bin ich in der Geschäftsleitung des Ingenieurbüro Hausladens und wir bauen und betreiben auch oder schauen uns Gebäude auch im Betrieb an, haben viele Übergabeprozesse hinter uns und können das nur unterschreiben, was wir gerade gehört haben. Je mehr Komponenten, desto länger dauert auch die sogenannte Inbetriebnahme, bis so ein Gebäude läuft. Wir haben eine Schule gebaut, die sehr innovativ war, die hat 5 Jahre gebraucht. Also Thomas, alles gut. Jedes Jahr eine Wärmepumpe, da waren 5 in Kaskade geschalten. Und wir sind immer froh, wenn dann keiner irgendwann mehr anruft. Das ist immer ein ganz sicheres Zeichen. Aber wir wissen trotzdem nicht, wie sie laufen. Ich glaube, das ist dann doch auch immer noch so eine leichte Beunruhigung. Ja, ich bin ja Architektin, habe mich da in diesen Technikbereich reingewagt und eigentlich ist Schuld ein Professor aus der Baugeschichte, der uns immer wieder gesagt hat, dass wir alles zur Verfügung haben und das Problemfeld, mit dem wir uns Architekten beschäftigen werden und werden müssen im 21. Jahrhundert, ist eben unser Verhältnis und unsere Haltung zur Technik. Und das ist auch das, was mich immer wieder umtreibt, wenn wir bauen, wenn wir in Wettbewerbe einbezogen sind, wenn wir forschen. Wie wenig ist genug oder was machen wir mit diesem Anything Goes, das wir heute aus der Entwicklung eigentlich haben und mit den Problemen, die wir haben? Und wenn ich mir das rechte Bild anschaue, einen Lebenszyklus, den so eine Technikdecke hat von 15 bis 20 Jahren, dann ist es natürlich schon ein Thema, wenn das Gebäude 100 Jahre halten kann. Und wir sind sehr häufig in die Diskussion eingeschalten, was machen wir mit den Gebäuden, wenn die Technik raus muss, wie ist sie integriert, ist ein ganz wichtiges Thema, eben um auch wieder ein Haus sein lassen zu können. Die Zahlen hat der Kebel bestens Ihnen nahegelegt. Ich glaube, sie sind massiv genug, dass man darüber nachdenken muss. Wir haben aber auch sehr viel erreicht in dieser ganzen Technologieentwicklung. Man sieht es an der grünen Kurve. Wir bauen sehr effiziente Häuser, das auch nicht zuletzt aufgrund vieler Normen und Regeln, die wir einhalten müssen. Auch die gilt es natürlich zu hinterfragen. Aber es ist auch ein sehr guter wärmetechnischer Standard entstanden. Und jetzt stellt man sich schon die Frage, wie viel Material ist dann auch die Konsequenz, das ist jetzt mal hier aufgetragen, auf der grauen Linie, und die grüne ist eben die Optimierung der wärmetechnischen Qualität unserer Fassaden. Und man könnte jetzt davon ausgehen, und das ist etwas, was mich sehr umtreibt, wenn das Haus besser wird, die Performance des Hauses besser wird, müsste man Haustechnik, die originär als Performance Gap Ausgleich eingesetzt war, ersetzen können. Und das tun wir aber nicht. Das sieht man hier zum Beispiel im Wohnungsbau, wo ich es noch erschreckender finde als vielleicht in Bürogebäuden oder Konzertsälen mit sehr dichten Belegungen, wo wir über Lüftungstechnik wirklich reden müssen, aus Komfortgründen, dass aber die haustechnischen Systeme bei allem, was die Häuser besser können, teurer sind in den Investitionskosten und damit auch mehr und einen größeren Aufwand bedeuten, obwohl das Haus so viel besser ist. Und das ist eigentlich das, was mich so umtreibt und uns auch im Büro immer diese Frage hervorruft, wie wenig ist genug? Wir haben es sehr plakativ 2014 von Rem Koolhaas bei den Fundamentals, bei der Biennale vor Augen gestellt bekommen. Ich glaube, es braucht solche Bilder. Es braucht vielleicht auch solche Häuser, die Piloten sind
um nachzudenken. Ich denke, das ist der Beitrag dieses Hauses gewesen, nachzudenken. Was ist jetzt eigentlich das Haus ohne Technik, das es aber nicht ist? Auch dieses Haus hat relativ viel Steuerungstechnik, aber es hat eben keine wassergeführten Systeme mehr zum Heizen und Kühlen, sondern reine Elektrotechnik, die das Haus schon auch beherrscht, muss man sagen, wenn man dahinter schaut. Und es hat natürlich auch Leuchten, die nicht ganz so effizient sind. Aber die Frage ist ja nach den wenigen Komponenten und ich denke, auch hier kann man an dem Haus das sehr gut diskutieren. Ich habe Ihnen ein Gebäude mitgebracht, weil aus meiner Sicht die Aufgabe, die große Aufgabe, mit der wir uns beschäftigen werden, sind Strukturen zu schaffen als Architekten, die lange, robust, dauerhaft brauchbar sind. Und oder sie sind eben kurzlebig, dann sind sie aber auch so ausgelegt und erfüllen vielleicht nicht jede Norm und aber 100% dem Stoffkreislauf zurückzuführen. Und wenn es beides kann, ist es natürlich ganz optimal. Und ein Beispiel, mit dem ich konfrontiert wurde vor einigen Jahren, ist der Egon Eiermann Bau in Apolda, bei dem ich gespürt habe, und ich denke, wenn man so einen Raum reingeht, dann spürt man, dass da jetzt der Haustechniker vielleicht etwas fehl am Platz sein könnte und auch der Bauphysiker mehr kaputt machen kann, als dass er gut macht. Und trotzdem stand dieses Haus 20 Jahre leer. Ist Apolda, in München hätte es wahrscheinlich nicht leer gestanden, das muss man auch sagen. Aber es gibt sehr viele dieser Leergüter. Die IBA Thüringen hat einen Programmpunkt dazu ausgerufen, den sogenannten Leerstand als Leergüter anzusehen und auch Agenten eingesetzt, Leergüter zu finden. Also ganz spannendes Programm, läuft ja noch 2 Jahre. Es lohnt sich wirklich, dorthin zu fahren. Und es sollte eben jetzt die IBA Thüringen selber einziehen. Und manchmal ist ja der Mangel, und wenn es auch nur der Mangel an Geld ist, den man investieren will, das der Anstoß für Kreativität. Wir haben uns dann überlegt, was passiert eigentlich in dem Raum? Und da kommt jetzt auch genauso in unserem Bereich der Computer dazu, wo wir einfach viel besser Gebäude abbilden können. Und ich denke, das muss auch ein Regelwerk werden, dass wir nicht betteln müssen, eine Simulation machen zu dürfen als Planer, sondern auch wenn Sie später das tun, mit Fachplanern zusammenarbeiten, machen Sie es früh und schauen Sie genau hin, wie ein Haus wirklich funktioniert. Und dann kann man eben noch relativ früh eingreifen. Wir haben gedacht, wir können da boxen. Also es war sehr schnell der Gedanke eines Haus-in-Haus-Konzeptes da. Und unsere Idee war, über die Transmission der Boxen den Großraum auch heizen zu können. Wir sind gescheitert. Das sieht man hier dran. Man darf auch mal zeigen, wenn man scheitert. Und wir sind in den Innenraumtemperaturen in dem großen Raum, wenn wir auf 20 Grad die Boxen füllen oder beheizen, eben sind wir nicht auf über die Frosttemperatur gekommen. Das ist dann auch ein bisschen zu viel Suffizienz vielleicht und auch ein Taupunktproblem. Also die Physik muss man dann schon auch an der Stelle genau beachten. Es ging dann darum, wenn wir ein Mikroklima im Kleinen machen, wie sieht das Makroklima aus? Es gab unterschiedliche Varianten. Es ist die obere geworden. Die untere aus Sicherheitsgründen ist es nicht geworden. Diese Rippenrohrheizkörper, weil die sehr heiß werden würden. Und die Fußbodenheizung hätte auch im Bestand sehr viel eben aus meiner Sicht auch verletzt von diesem Bestand, weil das kriegt man dann auch nicht wieder einfach so raus. Die Treppen müssen angeglichen werden, die Aufzüge müssen angeglichen werden. Brandschutztüren, die schon integriert waren, hätten nicht mehr gepasst. Und wir haben gesagt, eigentlich wollen wir das Haus, diese Struktur so lassen, dass wenn die IBA auszieht oder jemand anderes einzieht, auch mit dem gleichen Prinzip dort wieder vielleicht arbeitet oder auch das Haus ganz anders nutzen kann. Und so sind wir eben darauf gekommen, auch diesen Raum zu heizen. Hier sehen Sie das auf 15 Grad. Es gab eine Heizung zur Frostfreihaltung der Bäder. Die haben wir einfach auf die Fläche ausgelegt. Und man sieht aber dann auch, was passiert mit der Transmission. Also diese Boxen sind sehr viel wärmer geworden durch den Mensch, durch den Computer, der da drin ist und das Licht im Winter. Und sind dann zu der Idee gekommen, eigentlich brauchen wir nur eine Sitzheizung. Bis der Mensch drin ist, ist es 15 Grad aus dem Großraum. Und ich habe eine Sitzheizung. Also ich muss etwas umdenken, auch in meinem Komfortanspruch. Ich gehe rein, schalte es an. Das schaltet sich nach ungefähr 12, 13 Minuten wieder aus, weil 20 Grad erreicht sind mit meiner eigenen Körperwärme. Das sind eben Dinge, die können Sie nicht über Heizlasten und all diese normkonformen Berechnungen abbilden, sondern da braucht man eben zum einen die Zusammenarbeit mit der Architektur und das andere eben auch unsere Werkzeuge, die wir aber absolut haben und sehr viele, sehr gute Ingenieure, die sie auch beherrschen. So sieht es heute aus. Wir haben dann auch experimentiert, auch hier wieder, wie wenig ist genug, simuliert.
Es ist mit einer vollen Belegung der Decke belegt, sind am Ende nur 30%. Wir erreichen trotzdem 15 Grad. Und es ist ein Beispiel mittlerweile für viele Projekte geworden, unter anderem mein eigenes Institut, wo ich es kombiniere mit aktivierten Lehmwänden und einer PV-Anlage und einer Wärmepumpe auf dem Dach, um zu zeigen, dass auch ein 70er-Jahre-Bau, ohne dass man eine große Baumaßnahme macht mit Fassadenabriss und, ganz tolle Klimata einbauen kann. Und abschließen will ich mit einem Satz, der mich nach meiner Studienzeit immer wieder auch, wenn ich durch das Buch durchgehe, von Luigi Snozzi sehr geprägt hat, welche Energieverschwendung und welcher Aufwand, um zu lüften, zu heizen, zu beleuchten, wenn ein Fenster genügt. Und das ist das Beispiel dazu. Das ist in einer alten Hütte, in der ich relativ häufig bin. Und ich wundere mich immer, wie schlau unsere Fenster waren früher und einfache Dosierungsmöglichkeiten hatten. Das soll jetzt nicht romantisierend sein, aber ab und zu ist es eben auch das Besinnen zurück, eben wie wenig ist genug und wie kriege ich jetzt eine Architektur hin, die eben mit einem Fenster sehr viel und mit menschlichem Verstand sehr viel einfacher oder wir dazu kommen, wieder sehr viel einfacher zu bauen. Vielen Dank. Dann übergebe ich an Eike. Jetzt soll ich zu hören sein. Das ist ja immer in diesem WebEx, sieht man dann so schlecht, ja, die anderen perfekt. Freunde. So, wunderbar. Also ich habe so die letzte Runde jetzt hier und möchte nochmal so einen Bogen auch in der Architektur spannen. Und das zeigt sich ja, wie homogen quasi diese Gruppe hier ist. Aber es gibt schon ein paar Kleinigkeiten, wo wir, glaube ich, doch etwas kontrovers diskutieren. Und das werden wir dann in der Diskussion hinterher vielleicht auch noch ein bisschen rausfinden. Also die planetaren Grenzen sind, glaube ich, unser Bezugssystem. Das ist einfach das, was wir machen müssen. Das ist ein uraltes Diagramm, was ich schon seit Ehezeiten im Gepäck habe, weil diese Frage sich einfach nicht lösen lässt, was kommt nach diesem fossilen Konsumzeitalter bei einer wachsenden Weltbevölkerung links und schwindenden Ressourcen und wie kriegen wir unser Bezugssystem in des Bauens quasi in diese Grenzen rein. Dirk hat die Zahlen genannt, ich zitiere hier nochmal Schmidt-Bleke, der vom Faktor 10 spricht, den wir quasi unseren Fußabdruck reduzieren müssen. Auch hier schon im Jahr 2003, die 2000-Watt-Gesellschaft oder auch der Uber-CO2-Rechner. Alle diese Modelle sagen uns voraus, dass wir mindestens im Faktor 10 bis 5 reduzieren müssen, um einigermaßen in eine Ausgewogenheit im globalen Kontext zu gelangen. Und da bauen, dass 50% sind, müssen wir, wenn wir in anderen Konsumfeldern noch irgendwas übrig lassen wollen, massiv eingreifen. Ich zitiere gerne diese Studie, Uber Rescue Studie, die verbindet die Klimaneutralität mit der Ressourceneffizienz. Also hier auf dem linken Titelbild zu sehen, wir müssen also fossile Energien bis 2050 um 95% reduzieren. Also da darf eigentlich nichts mehr Fossiles überbleiben. Das ist das, weshalb ich auch sage, wir müssen im Betrieb, im Gebäude eigentlich 2030 zu diesem Ziel kommen, weil wir das sonst für die große Schwerindustrie gar nicht schaffen, diesen Riesenberg zu überwinden. Und dann aber das ganz Signifikante, wir müssen die Inanspruchnahme von Rohstoffen um mindestens 60% reduzieren. Wahrscheinlich wird das auch knapp werden. Aber das ist der massive Anteil, wo der Bausektor helfen muss. Und was ganz spannend ist in der Studie, es wird halt Energie und Rohstoffe direkt verknüpft und dann die unterschiedlichen Wenden quasi in Bezug gestellt, Industriewende, Wärmewende, Agrarwende, ganz wichtig, Verkehrswende, gerade die Kopplung zwischen Waldwirtschaft oder auch neuen Agrarformen wie Agroforstwirtschaft mit dem Bauen, um CO2-Senken in den Städten zu bauen oder auch eine urbane Natur zu schaffen. Das sind diese Sektorenkopplungen, die wir bei der Transformation der urbanen Räume mitdenken müssen. Ja, Daniel Fuch, hopp, ein wenig falsch zitiert, aber eigentlich dürfen wir nicht mehr bauen, auf keinen Fall dürfen wir neu bauen im nicht bebauten Terrain. Also das Einfamilienhausdiskussion will ich jetzt nicht starten, aber wir dürfen auf keinen Fall und wir müssen auch auf keinen Fall neu bauen, wenn wir unseren Grundbedarf reduzieren und schnell auch wieder Leerstände. Das ist auch ein ganz schönes Bild aus meiner Nachbarschaft. Da habe ich miterlebt, wie dieser ja von vielen als Plattenbau denunziertes Gebäude abgebrochen wurde für einen wunderschönen Schulneubau. Also es ist ein absolutes Desaster eigentlich.
Da haben wir gesehen, dass wenn man Sortenreihen, die Schadstoffe, die wir da alle reingebaut haben, nach der Moderne, mit den fossilen Baustoffen, wenn man die alle Sortenreihen rückbaut und fachtechnisch rückbaut, dann bleiben nach 80% des Bauaufwandprozesses 80% der Ressourcen stehen. Das hatte Christoph auch gezeigt. Also diese Skelettbauten dürfen auf gar keinen Fall mehr in Zukunft zerstört werden. Und das ist eigentlich das Vorbild für die Zukunft, so multifunktionale Skelette oder Infrastructure of Change, wie wir das bei uns am Fachgebiet nennen. Wir haben uns lange mit Naturbaustoffen beschäftigt und kommen zu einem Bausystem, was aus Holz, Lehm, Naturfasern besteht, diffusionsoffen ist und aufgrund der Feuchtesteuerung mit ein bisschen Fensterlüften zu einem lüftungsfreien Gebäude führen kann. Das hat natürlich relativ viele Randbedingungen, ist dann im Wesentlichen natürlich auch für den Neubau die Ergänzung relevant, kann aber in der Sanierung sicherlich an vielen Stellen auch sehr ähnlich geführt werden. In jedem Falle, wenn wir klimaaktive Baustoffe bauen, können wir Lüftungstechnik signifikant reduzieren und vor allen Dingen auch Klimatechnik im Sommer, weil das die Gebäude im Sommer sehr stark kühlt. Bei diesem Symposium sind ein Kreis der Leute, die hier heute vertreten sind, auch dabei gewesen. Da haben wir das Thema sehr stark mit dem BBSR zusammen an der TU Berlin thematisiert. Vielleicht zwei, drei kleine Beispiele. Das ist eine Torfremise, die quasi 1810 eingeschlagene Bäume sind, also 200 Jahre altes Holz. Das Gebäude hat drei Leben hinter sich gehabt. Das haben wir an den Zimmermannszeichen erkannt. Und wir haben dieses dann wieder translozierte Gebäude in Bayern von den Korbflechter und Zimmerschmiedemeisterinnen Heringer, Stefanie und Emanuel umgesetzt und in dieses Gebäude, dieses Low-Tech-Gebäude aus Naturbaustoffen quasi in der Denkweise des kreislaufgerechten Bauens mit revisionierbaren Konstruktionen ganz simpel eingebaut und dann den Verzicht natürlich auf Lüftungs- und Gebäudetechnik mit einer einfachen Beheizung über Stückholz aus dem eigenen Wald. Das sind die finnischen Oberflächen, hier sind es Lehm-Edelputze, geseifte Böden und so weiter. Das ist für uns Kreislaufgerechtigkeit und alles, was wir ergänzen, soweit das geht, mit Naturbaustoffen, um quasi das Fossile zu verdrängen. Ein schönes kleines Experimentalgebäude, das haben unsere Studierenden mit uns realisiert. Da ging es darum, einen ganz kleinen Demonstrator eigentlich zu bauen. Eigentlich hatten wir so 3x3 Meter uns vorgestellt, wo man aus Müll quasi ein komplettes Gebäude gebaut hat. Die Studierenden haben dann alle möglichen Quellen recherchiert und haben Altholz geerntet, wie sie das so schön genannt haben, dann die Planung, wie sie mit diesen Balken durch die Werkstatt kommen, haben festgestellt, dass sie sehr viele kurze Balken haben, um daraus ein Tragwerk zu generieren, haben dann dieses Trägerrost entwickelt mit dem Tragwerksfachgebiet bei uns an der TU Berlin und dann quasi das auch wieder die Infrastructure, dieses Bauteil unendlich quasi generiert und da reingebaut eine Winternutzung aus alten Plakaten und Pappkartons und haben dann über ganz viele Entwicklungsschritte quasi ein Wandsystem entwickelt, was dann da untergestellt wurde, was eigentlich eine Lebensdauer von einem Jahr halten sollte. Und wir sind jetzt im fünften Lebensjahr oder im vierten Lebensjahr von dieser Außenwand und sehen, dass das eigentlich doch relativ robust ist. Und natürlich ist das nichts für den Alltag, aber ich glaube, wir brauchen so Experimente, hier vielleicht sehr extrem gegangen an der Hochschule mit den Studierenden, aber ich glaube auch im Bauen. Was summiere ich? Ich glaube, um diese Grenzen zu erreichen, haben wir jetzt ein Jahrzehnt. Also wir müssen bis 2030 alle Regler geschoben haben, um 2050 diese ressourcenpositive Zeit einzuleiten. Das erste ist für mich ganz klar, das haben wir auch mit dem BDA in Sorge um den Bestand intensiv bearbeitet. Alle Aktivitäten dürfen nur noch in der Transformation des Bestehenden sein. Wir müssen natürlich ergänzen und verdichten. Wir müssen vor allen Dingen aber umbauen, die Stadt wieder durchmischen. Wir müssen gemeinwesenorientiert die Städte umbauen und begrünen. Und wir müssen vor allen Dingen reduzieren. Die Rescue-Studie sagt zum Beispiel, in der Wohnfläche sollten wir um 20% reduzieren, also auf 40 Quadratmeter pro Kopf kommen. Wenn man das hochrechnet, haben wir 20% Leerstand. Das heißt, wir dürfen eigentlich gar nicht mehr neu bauen. Also das, was an Rohbaubestand da ist, dürfen wir nur noch verändern eigentlich. Wir müssen natürlich alles das, was dazukommt, mit kreislaufgerechten, nachwachsenden Ressourcen bauen.
Wir müssen in jedem Falle, die CO2-Steuer ist auf dem Weg, aber weit über die CO2-Steuer hinaus eine Ressourcenbesteuerung und die Folgewirkungen verpreisen. Das heißt, es darf nicht mehr der Beton gefördert werden, wie es jetzt ist, die sind von der CO2-Steuer befreit, sondern es muss natürlich das Holz, was die CO2-Senkebau erzeugt, befördert werden. Und ich glaube, wir brauchen für die Zukunft Reallabore, in denen wir wirklich Experimentierraum schaffen, Sprunginnovationen ermöglichen. Und ich glaube, mindestens die öffentliche Hand, aber eigentlich die gesamte Gesellschaft sollte sich so echte Innovationen im Bereich von bis zu 10% gönnen, um quasi die Sprünge in die Zukunft zu schaffen. Das Ganze kann natürlich nur in einem transdisziplinären Prozess mit der Gesellschaft, aus der Gesellschaft raus entstehen, weil natürlich die Kontexte extrem divers sind und wir die Gesellschaft mitnehmen müssen. Das ist Ernst-Ulrich von Weizsäcker, der im 50. Jahr des Club of Rome diesen Bericht geschrieben hat mit dem Titel Wir sind dran. Das kann natürlich eine Aufforderung sein. Das ist für mich aber eigentlich eher auch eine Selbsterklärung, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo wir diese Thesen, die wir lange bearbeitet haben, auch wirklich in die Tat umsetzen können und mit Freude Transformation betreiben. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diese 5 spannenden Vorträge. Wir würden jetzt dann in die Podiumsdiskussion einsteigen und da als erste Frage, wir haben jetzt ja zum einen Dinge gehört, die wir als Architektin unbedingt viel mehr machen müssen, was jetzt zum Beispiel das frühe interdisziplinierte und integrierte Planen angeht. Und wir haben Dinge gehört, von die wir in Zukunft viel weniger machen müssen, Stichwort Abrissneubau. Jetzt ist es so, und für diese große Transformation für die Wende im Bauen sind wir natürlich nicht die einzigen Akteure. Es gibt uns als Planerinnen und wir haben Auftraggeberinnen. Und darauf zielt jetzt die erste Frage aus dem Publikum ab, die von Jakob gestellt wurde. Die lautet, inwiefern sind die Herausforderungen für uns für eine klimagerechte Architektur technischer und wie weit politisch-gesellschaftlicher Natur? Und da würde ich jetzt ganz konkret noch hinterherstellen, was müssen wir als neue, also als Architektin, die gerade ausgebildet werden, was müssen wir jetzt machen, was müssen wir jetzt lernen, damit wir diese große Transformation schaffen? Also ich fange mal an und ich werde einfach aufgreifen, was Eike gesagt hat. Ja? Und ich glaube, diese Erweiterung, die jetzt in der Frage kam, die ist nicht uninteressant, ja, dass wir das nicht als technische Disziplin begreifen, das ist ganz wichtig, sondern als gesellschaftlicher Auftrag und auch als Hinterfragung unseres Berufsstandes. Ja, also zum Beispiel, also ich könnte unterschreiben, und wir leben auch so zurzeit, unsere Familie, auf unter 40 Quadratmeter pro Kopf nur. Wenn die Kinder ausziehen, dann ist das auf einen Schlag das Doppelte, was ich eigentlich verbrauchen dürfte. Jetzt kann ich bei meiner Wohnung aber nicht die Hälfte abschneiden. Das heißt, wir sind eigentlich in einer Disziplin gefangen, die im Endeffekt versteht, dass eine Transformation auch stattfinden muss. Aber auf der anderen Seite begreifen wir unser häusliches Umfeld auch als Spekulationsobjekt. Das heißt, wir wollen nicht ausziehen. Wir begreifen das als Zukünftige, was wir unseren Kindern vererben. Und die sollen das dann weiterhaben und so weiter und so weiter. Das heißt, wir müssten auch einen Wandel anstoßen, dass wir die häusliche Situation vor allem als temporäre Situation begreifen. Wie viele Einfamilienhäuser gibt es in Deutschland, in der 2 oder sogar meistens nur eine Person lebt? Und warum ziehen diese Leute dort nicht aus? Man redet von der betongewordenen Einsamkeit, ja, eine Vereinsamung, die auch dadurch stattfindet. Also etwas, was wir als Gesellschaft gar nicht möchten. Aber diese Menschen haben keine Alternative, ja, um irgendwo hinzuziehen, um zu sagen, ich gebe gerne mein Einfamilienhaus auf, ich ziehe vielleicht in eine Wohngemeinschaft für Ältere, um dann mein Einfamilienhaus wieder an jüngere Familien freizugeben. Das heißt, wir auch als Architektinnen und Gestalter und Entwerfer müssen auch an solche Modelle mal denken. Wir müssen uns aus diesen Krusten befreien, die unsere gesellschaftliche Denkweise der Architektur prägen. Das heißt, mein Plädoyer ist, wir müssen technologisch denken und forschen, machen und tun. Wir müssen aber genauso auch soziologisch arbeiten und tun und denken, um andere Angebote und Möglichkeitsfelder zu schaffen, damit wir auch zu einer Idee kommen, dass, wenn man als junge Familie in eine Wohnung oder Haus zieht, dass das nicht der Endpunkt ist des Wohnens und des häuslichen Daseins,
sodass wir auch hier eine Transformation über verschiedene Generationen und Lebensphasen anstreben könnten, um das zu tun. Interessanterweise gibt es dort ganz schöne Ansätze in Tübingen, wo sowas auch probiert wird und gemacht und getan wird. Oder Daniel Fuhrhopp, den wir eben schon gesehen haben im Buch, der solche Gedanken auch mit teilnimmt. Das heißt, wir müssen um Gottes Willen bei der Ausbildung nicht vergessen, dass es sowohl die technologische Herausforderung gibt, wie auch die soziologische, gesellschaftliche Herausforderung. Ich will vielleicht nur noch einen Satz ergänzen. Da müssen wir gucken, dass wir uns nicht zu lange an dieser einen Frage aufhängen, aber diese eine Frage erschlägt ja auch alles. Das ist ja diese alles erschlagende Frage. Letztendlich müssen wir aber auf vielen Ebenen, und alles war richtig, Dirk, was du gesagt hast, absolut, aber wir müssen auf vielen Ebenen erfolgreicher sein, wie wir es bisher sind. Also ich gebe noch mal ein Beispiel zum Thema Innovationskraft der Bauindustrie. Wir haben mit der Ziegelindustrie gesprochen, die haben so ein Mörtelpad entwickelt, wie man einfacher, Facharbeitermangel ist ja ein großes Thema, wie man einfacher mauern kann. Das DIBT ist eine Behörde in Berlin, die für solche Dinge eine Zulassung erteilt. Die haben für so ein, sage ich jetzt mal, relativ simples, dummes Mörtelpad, so ein vorgefertigtes Mörtelbett letztendlich, haben die 8 Jahre gebraucht, bis sie eine Genehmigung hatten. Also es hat auch was mit Governance, es hat was mit Strukturen, es hat mit politischen Ebenen zu tun. Bei diesem Einfach-Bauen-Projekt kann man natürlich sagen, wir bauen jetzt Sorten rein, wir lassen alle Schichten weg, aber das hat die Konsequenzen. Jede einzelne Folie, jeder einzelne Schaum, jede einzelne Schicht, die im Gebäude drin ist, hat einen Grund, wieso die da drin ist. Und viele dieser Gründe sind auch gestalterischer Natur, weil natürlich haben wir dann keine Ebene mehr, in der wir einfach Rohrleitungen führen können, sondern die Rohrleitungen laufen jetzt alle wieder auf Putz. Und wir haben einen Sockelkanal, in dem die Elektrik läuft und so weiter. Also das hat auch schon auch gestalterische Konsequenzen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und beschäftigen müssen. Also ich will nur sagen, es ist ein Thema, was sicherlich vielschichtig ist. Es ist ein gesellschaftliches Thema. Es ist eine Frage der Gestaltung. Es hat was mit Architektur zu tun. Ich habe das Beispiel Glas genannt. Glasarchitektur, es hat was mit Materialität, die wir einsetzen, zu tun. Es hat aber auch was mit gestalterischen Gewohnheiten der letzten Jahrzehnte zu tun und so weiter. Also ich glaube, wir müssen uns da bei vielen Dingen schon selber auch ein bisschen selber hinterfragen und an die eigene Nase fassen. Nun haben wir schon angefangen, ein wenig zu diskutieren. Deswegen noch einmal ganz fix der Aufruf für all diejenigen, die auch bei uns sind, aber nicht mit dem Telegram-Chat, über den uns schon einige Fragen erreicht haben. Der YouTube-Live-Chat funktioniert genauso. Wir haben darauf ein Auge. Das heißt, jeder kann, das ist hier eine offene Diskussion, jeder kann Fragen stellen und wir werden die dann moderieren. Und jetzt geht es eigentlich auch schon mit der nächsten Frage, die uns erreicht hat, weiter. Und ich übergebe das Wort wieder zurück an Justin. Genau, vielen Dank auch schon mal für den Beginn dieser spannenden Diskussion. Und dazu direkt eine Frage von Leonie. Inwiefern findet eine Verschiebung der Rolle des klassischen Architekten, der Architektin statt, wenn gar nicht mehr bauen oder nur sanieren aufgrund von Ressourceneffizienz im Endeffekt inzwischen immer vorteilhafter ist als bauen? Ja, ich kann gerne dazu vielleicht kurz was sagen, weil ich glaube, dass sich gar nicht die Rolle verschiebt. Das wäre sogar noch im Anschluss an das, was auch der Kebel und Thomas Auer gesagt haben, zu sagen, ich glaube, es wird darum gehen, dass sie alle in der Architektur eine Haltung dazu haben und die Dinge hinterfragen, die draußen im Bauen oft als sehr selbstverständlich gesehen werden. Und die Dinge eben nicht nur das Bildhafte in der Architektur zu sehen, Thomas Auer hat es eben gesagt, sondern wie sind die Dinge integriert? Wie kann ich mit der Herausforderung auf Putz oder auf einem Material, statt einen Schlitz zu machen und ihn dann irgendwie zu vergießen oder was weiß ich, wie kann ich mit der Herausforderung trotzdem gut gestalten? Und das ist eigentlich die Herausforderung, die die Baumeister alle hatten, aber weil sie auch ein Verständnis dafür hatten. Und ich glaube oder ich denke, dass es sehr, sehr wichtig sein wird in Zukunft, dass man sich viel mehr, man muss nicht in allem ein Fachexperte sein. Und das ist auch ein Appell immer wieder, den ich stelle an die Universitäten. Wir können nicht für jede Betonmischung einen Masterstudiengang haben, sondern wir brauchen schon diese Generalisten, die im Grunde aber die Dinge hinterfragen und dem Grunde nach verstehen und sich dann eben der Herausforderung stellen. Und deswegen ist das für mich gar kein neues Berufsbild, sondern ein Bekennen zu dem,
dass die Schönheit, die Festigkeit und die Nützlichkeit, die Funktionalität, und das hat Vitruv schon geschrieben, wieder in Forderung kommt und nicht nur ein schickes Rendering, wo die Sonne manchmal von Norden ins Fenster scheint, wenn man es erkennt. Also das wäre so die Aufgabe, die ich sehe, die Dinge des Architekten, die wieder besser zusammenbringt und Fragen stellt, ganz viele Fragen stellt. Ich habe manchmal das Gefühl, die eigene Zunft ist nur noch Erfüller und versucht nur noch diese ganzen Dinge und kriegt dann auch einen Projektsteuerer an die Hand und versucht nur noch mit dem zusammen die Dinge irgendwie die Korken unter Wasser zu halten, statt eigentlich die Dinge zu gestalten und zu begreifen. Und im Bestand ist die Herausforderung, kann total viel Spaß machen, nicht nur im Neuen. Ja, vielen Dank, Christoph. Christoph, du. Ja, ich glaube auch, dass die Rolle hat sich gar nicht verändert, der Architektin, sondern also aus meiner Sicht ist Architektur einfach die Disziplin, die eine Synthese vollbringt. Und die Frage ist, was sind die neuen wichtigen Parameter dieser Synthese? Das hat sich sicherlich sehr stark verändert in den letzten 20 Jahren. Aber also die Aufgabe der Architektur, nämlich eine Synthese zu schaffen zwischen Menschen, Räume für Menschen zu entwickeln, gleichzeitig aber auch ein Gleichgewicht zu schaffen, zum Beispiel auch zu der Umgebung, ob das jetzt eine städtische Umgebung ist oder eine Umgebung im ländlichen Raum. Also letztendlich, glaube ich, ist da gar nicht die Veränderung. Die Veränderung ist entscheidend, glaube ich, in dem Bereich jetzt eingetreten, dass es ein deutliches Feld der Dinge, die wir sozusagen neu zur Synthese bringen müssen. Dieses, glaube ich, hat sich schon sehr, sehr stark vergrößert. Und das Ganze entstand, glaube ich, auch vielleicht ein Stück weit daraus, dass wir uns eben darüber Gedanken machen müssen, bewusst reflektieren müssen, was das Industrialisieren, die Industrialisierung des Bauwesens sozusagen, die ja mit einer sehr großen Rationalisierung verbunden gewesen ist, also was die sozusagen an Diversität und Vielfalt reduziert hat. Und ich glaube, dass eben so diese neue Aufgabe vielleicht ist, auch eben über neue Diversitäten nachzudenken und über neue Vielfalten. Aber am Endeffekt geht es immer um die Synthese. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist da gar nicht der Umbruch so groß. Uns hat außerdem eine Frage aus dem YouTube-Live-Chat erreicht, die ungefähr in die gleiche Richtung geht von Felix. Sind Architekten als Dienstleister überhaupt in der Lage, einen Wandel zu erwirken? Sollten Architekten Projektentwickler werden? Eike. Also Eike, bevor du was sagst, nur ein Satz. Dienstleister, streicht mal das Wort aus eurem Vokabular. Wir sind keine Dienstleister, aber ich übergebe an dich, Eike, du bist... Ja, also Dienstleister ist natürlich nicht nur der Putzmann, sondern das ist ja vieles. Und also ich glaube schon, dass wir sehr stark im Dienst der Gesellschaft stehen und dass wir durchaus an vielen Stellen mal eine demütigere Rolle einnehmen könnten. Nein, ich glaube nicht, dass wir Entwickler werden müssen. Ich glaube, wir müssen mit der Gesellschaft zusammen die Fragen lösen und da hat jeder seine Rolle und der Architekt eine ganz explizite. Und ich glaube, der Schritt, Developer zu werden, ist falsch. Weil es braucht diese Kräfte auch im Ringen um die richtige Lösung. Und da braucht es auch einen guten Bauherrn. Das ist am besten Falle in Zukunft. Dirk hatte das ja auch so ein bisschen angeschnitten. Es ist sicherlich möglichst wenig spekulativ und dann spielt der Developer da eine kleinere Rolle. Und das ist, glaube ich, das, wo wir uns sehr beheimatet fühlen und wo glaube ich, die Zukunft stattfinden sollte. Es muss wieder viel stärker ums Gemeinwesen gehen. Und wir brauchen eine andere Wirtschaft. Also alles steht auf dem Kopf. Ich glaube, das ist die große Schwierigkeit für euch, weshalb ihr Denkfreiheit, glaube ich, braucht. Oder wir alle Denkfreiheit brauchen. Wir in so einer fortgeschrittenen Generation haben die größte Schwierigkeit, uns aus dem zu befreien, was wir gelernt haben. Aber die DIN-Normen sind nichts mehr wert, weil es sind die DIN-Normen des fossilen Zeitalters. Ne? Das muss man, also ihr müsst die täglich hinterfragen, zumindest. Ich glaube, 80% des Wissens, was da drin steckt, ist sehr brauchbar, aber die Konfiguration, wie dieses Wissen uns angeboten wird und wie es eingesetzt wird, ist per se obsolet im wesentlichen Teil, wenn wir wirklich diesen ganz großen Shift, der vor uns liegt, schaffen wollen. Das heißt, ihr müsst Denkfreiheit kriegen, ihr müsst euch immer mehr wegentwickeln von den
oder wir alle müssen das immer mehr weg aus den bestehenden Sicherheiten, und wir müssen ins Springen kommen und wir müssen dazu uns irgendwie viel mehr auf Thesen verlassen. Und wir werden diese 8 Jahre für eine Schraube nicht mehr haben für die Entwicklung, weil wir brauchen die Schraube nicht mehr, wenn sie fertig entwickelt ist. Und wir haben eine sehr unsichere Zeit, die wir absichern können, glaube ich, die sehr viel Spaß machen kann. Ich glaube, darauf muss man sich einstellen. Und wir müssen diese bestehenden Bilder, wir werden heute noch nach der Bauhauslehre geschult, wir folgen immer noch den Bildern der Moderne, wir lieben unsere Glastürme. Das ist alles falsch. Und das, also das müssen wir verinnerlichen und erstmal das zu akzeptieren, dass das nicht mehr sein kann, dass wir eine neue Normalität kriegen, und darauf müssen wir uns einstellen. Und das ist einfach eigentlich das Tolle an der spannenden Zeit. Man kann jeden Tag was Neues entdecken. Und das fordert natürlich viel Aufwand und sehr, sehr viel Sensibilität, dass man keine großen Fehler macht. Aber es wird eine Phase sein, wo wir die allergrößten Fehler unserer Zeit überwinden müssen. Und man kann eigentlich, wenn man stehen bleibt, wenn man in dem beharrt, wo wir sind, macht man alles falsch. Und man kann eigentlich nur gewinnen, wenn man sich auf den Weg begibt. Und ich glaube, das ist diese Freiheit, diese Räume sich zu erarbeiten und auch in den Diskurs mit einzubringen als junge Generation. Das hat sich jetzt mal mit Fridays for Future einmal ganz stark so aufgebäumt. Da müssen wir anknüpfen. Das muss auch in diese Wahl reingetragen werden. Das ist schon wieder alles weg. Jetzt diskutieren wir über irgendwelche falsch gesetzten Fußnoten oder irgendeinen Quatsch. Wir müssen diese Themen wieder ins Zentrum rücken. Und das ist unsere Aufgabe auch als Architekten. Und dann kriegen wir auch wieder Relevanz in der Gesellschaft, glaube ich. Weil wir sind irgendwelche Künstler, die irgendwo schweben, Häuser auf einem Bein machen wollen, und die Menschen verstehen das alles nicht. Wir müssen ganz viel stärker in die Gesellschaft zurück, glaube ich. Und dann haben wir Riesenpotenzial. Ja, ich will nur mal einen Gedanke zu diesem Thema Dienstleister noch mal ergänzen. Natürlich sind wir alle Dienstleister einer Gesellschaft, und Demut, da gebe ich dir absolut recht. Wir sind nicht Dienstleister des Bauherrn. Per Definition sind wir Treuhänder des Bauherrn. So ist die Gesetzeslage, deswegen gibt es eine Hawaii, die immer noch trotz aller Rechtsprechung immer noch irgendwie Bestand hat. Wir sind Treuhänder des Bauherrn und wir müssen eine Haltung haben. Und da habe ich ein Beispiel zu erzählen. Wir hatten kürzlich einen Wettbewerb gemacht mit Sauerbruch Hatten, und da sollte in Düsseldorf ein Gebäude, ein 11-12-geschossiges Gebäude aus den 70er Jahren abgerissen werden. Und der Neubau war dann, ich sage jetzt gar nicht, wer der Bauherr war und wo das genau steht, aber der sollte dann alle Attribute des nachhaltigen Bauens irgendwie erfüllen. So ein Vorzeige, ein Leuchtturmprojekt des nachhaltigen Bauens. Wir haben dann kamen zu dem Schluss, dass das nicht sein kann, dass das alles schwachsinnig ist. Und dann kam man zu dem Schluss, dass wir das Gebäude teilerhalten wollen. Ganz erhalten ging es aufgrund der Vorgaben, aber teilerhalten wollen. Sauerbruch Hatten hat dann beim Auslober nochmal angerufen und gesagt, hat der Auslober ganz klar formuliert, wer das Gebäude ganz oder zum Teil erhält, wird disqualifiziert aus dem Wettbewerb. Und dann hat Sauerbruch Hatten sich zurückgezogen aus dem Wettbewerb. Es geht um diese Haltung. Und genau diese Haltung brauchen wir. Da müssen wir uns halt zurückziehen. Wir sind keine Dienstleister, wenn wir der Meinung sind, das ist falsch, dann dürfen wir es nicht machen. Diese Freiheit müssen wir uns auch, und diese wirtschaftliche Freiheit müssen wir uns bewahren, weil sonst haben wir verloren. Christoph. Ich denke aber auch, ganz ehrlich gesagt, dass wir genau das aber auch viel schärfer und präziser artikulieren müssen. Also ich finde nicht, dass da in der aktuellen Situation die Hochschulen so eine ganz hervorragende Rolle spielen. Muss man auch ganz ehrlich zugeben. Wir formulieren das nicht klar und auch nicht präzise. Ja? Und es sind vereinzelte Positionen und es ist nicht eine gemeinsame starke Position. Und auf die Frage hin, was können wir jetzt tun, ist es ja schon so, dass gemeinsam eben die Architektenkammer, die Ingenieurkammer, das sind ja eigentlich unsere Vertretungen, in denen wir versuchen, eine gemeinsame Stimme zu artikulieren, oder BDA von mir aus. Aber da muss, mindestens von dort muss es kommen, und wir müssen natürlich, glaube ich, auch, Architektur muss auf jeden Fall lernen, viel stärker in Dialog zu treten. Ja, also ich glaube, es gibt keine Gestaltungsdisziplin, die so stark bis dato den Dialog mit dem User sich verweigert hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch noch mit hineinnehmen müssen. Ich weiß nicht, ob Demut das richtige Wort ist. Es geht einfach darum zu verstehen, was ist die Aufgabe. Und deswegen muss man auch den verstehen oder versuchen zu verstehen, für den man diese Aufgabe eigentlich machen soll. Und muss versuchen, den auch zu gewinnen. Also wenn man natürlich eine wichtige Idee hat und eine gute Idee hat, und viele von diesen Ideen, Dinge wieder zu verwenden oder wir über einen anderen Komfortlevel zu besprechen oder einen anderen Komfortlevel zu entwerfen. Dafür muss man natürlich sehr viel Dialog üben.
Ne? Und ich glaube, da müssen wir auch dafür trainieren. Ja? Das ist, glaube ich, wahrscheinlich gut, auch das zu überdenken, ob wir nicht eben auch zum Beispiel an der Institution, also an den Universitäten, über diese Art von Dialog viel mehr nachdenken, als nur das Vermitteln von aufregenden Bildern oder aufregenden Konzepten. Also die Frage ist, also welches Konzept ist aufregend oder welche Ziele sind die, die wir wirklich vermitteln müssen und müssen uns, glaube ich, uns da auch mit beschäftigen, auch vielleicht mit anderen Techniken, kann auch gut sein. Ja. Aber glaube ich, gerade diese Komfortfrage wird auch eine der Fragen sein, die wir, glaube ich, auflösen müssen, weil unser Komfortbedarf ist total materialintensiv und super energieintensiv. Ja. Und der ist dann, wie Eike vorhin schon sagte, nun auch noch in Normen sozusagen definiert worden, was die Sache jetzt nicht unbedingt vereinfacht. Aber glaube ich, auch diese Diskussion ist aktuell noch viel zu unpräzise. Ja? Also ich will da gleich noch mal kurz einhaken mit einer Frage, die Viktor gestellt hat, die passt nämlich genau dazu. Und zwar fragt er, Thomas Auer hat dargestellt, wie der Altbau des Theodor-Fischer-Gymnasiums das performanteste Gebäude ist. Jedoch könnte man heutzutage wohl nicht mehr so bauen, beziehungsweise dürfte man das vielleicht gar nicht. Wie kann einfach Bauen realisiert werden, wenn Normen zu hohe, und das hohe ist mit einem Fragezeichen, für diese Vorgaben machen? Ja. Ja, vielleicht nur ein ganz kurzer Satz dazu. Ich finde auch jetzt die Diskussion vorher, ich müssen politischer werden. Wir tun immer so, als wenn das irgendwie vom Himmel gefallen wäre, diese Normen oder diese Gesetzgebung. Das ist unser Staat, ja? Das sind wir. Das heißt, ich finde diese Bewegung jetzt Fridays for Future, jetzt gerade Architects for Future, wo heute wieder ein großer Aufruf rausgegangen ist, das finde ich richtig und wichtig. Das ist nicht alles, dass ich da jeden Satz unterschreiben würde, ja? Aber ich finde, wir müssen uns wieder anfangen, politisch zu engagieren und genau diese Frage, ob es vom Himmel gefallen ist oder ob es unser eigenes System ist, stellen und aktiv werden, um die Dinge zu ändern. Das heißt, das ist eine Aufgabe an uns alle. Und ich glaube, das zielt auch in diese Richtung. Ja? Also bitte, bitte nicht sagen, es ist einfach so und ich muss mich daran halten. Das ist menschgemacht. Ja? Das ist keine göttliche Eingebung, die irgendwann in ein Gesetzesbuch geschaffen wurde. Und da müssen wir aktiver werden. Vielleicht zu dieser Frage mit der Schule. Wir haben gerade so ein Pilotprojekt. Ich finde es ja schon mal Wahnsinn, dass einfaches Bauen Pilotprojekte sind. Das muss man sich manchmal ja mal vor Augen halten, dass man, wenn man mit gesundem Menschenverstand baut, immer schon Piloten baut. Wenn man nicht 1000 Steuerungssysteme und eine riesen Technikzentrale hat, dann ist es, war es viele Jahre Pilot. Heute bauen wir Piloten fürs Weglassen. Ja? Und wir bauen gerade so einen Piloten, eine Pilotschule in Weimar. Und mit der Montagsstiftung auch zusammen. Und die ist wirklich einfach. Die hat ein ganz anderes pädagogisches Konzept. Die hat einfach nur ein sehr gutes und robustes Tragwerk, das sehr viel kann. Die erfüllt bei weitem nicht die Anforderungen an die Akustik. Und die wird wahrscheinlich bei weitem, wenn die Lehrer nicht die Fenster aufmachen, die Anforderungen, die wir heute an Raumluft, Pettenkofer Wert aus Ende des 19. Jahrhunderts. Vielleicht wird es nicht immer die 1000 ppm im Klassenmittel, weil es auch gar keine Klassen mehr gibt oder im Stundenmittel, weil es gar keine Schulstunde mehr gibt, schaffen. Und das sind aber Themen und das würde man nicht durchhalten, wenn man nicht ein gutes Team ist an der Stelle, das aus Ingenieuren, aus Architekten, wo jeder am Prozess beteiligt ist. Da gibt es auch keinen der TGA-Planer sagt das und der Bauphysiker sagt das, sondern es ist ein gemeinschaftliches Entwickeln einer Schule zu einem sehr großen oder sehr frühen Zeitpunkt eigentlich. Und das geht bei der Materialität los. Und am Ende, womit man immer überzeugt, und es ist immer die Frage, wenn man sich gegen und eine Norm, und das er auch mal gesagt, auch wenn wir so viele neue Normen haben, ich weiß gar nicht, sind es 4000 mehr seit 1990, ich habe so eine Zahl irgendwie im Kopf, haben, sind sie empfehlend, ja. Sie sind ja nur die Frage, wer übernimmt nahe die Verantwortung. Wenn wir uns als Planer aufstellen gegen etwas, wer übernimmt die Verantwortung? Und wer, wenn ich nicht nach Norm Heizlast rechne als Ingenieur, sondern nach dynamischer Heizlast die Kollegen rechnen, wer übernimmt nachher die Verantwortung? Und das sind Themen, die kann man als Team nachher, oder wenn man wirklich dahinter steht, spürt es ein Bauherr. Und das ist unsere Erfahrung einfach, dass man sich da gut aufstellen muss und wirklich von dem überzeugt sein muss, was man da macht. Und dann kriegt man das hin. Und man kann solche Dinge noch bauen. Und es wäre schön, wenn es nicht mehr nur Piloten sind, sondern wieder die Regel, glaube ich, an der Stelle.
Und eine Sache noch, gebe ich Christoph völlig recht. Wir haben gerade auch so ein Reallabor auf dem Hagenmarkt in Braunschweig gebaut mit meiner Kunstkollegin Volke Köpperling. In Berlin kennt man die vielleicht besser, die auch Schafe durch Marzahn geschickt hat. Wir haben alte Matratzen als Dämmstoffe verwendet etc. pp. Und die Studierenden haben das gebaut. Und wir waren immer nur 2 Tage vor Ort. Und am Anfang haben die uns bei jedem, der gefragt hat und eine kritische Frage hatten, haben die uns angerufen, uns Professorin. Da steht jemand und können Sie dem mal erklären oder kannst du dem mal erklären? Und nachher hat keiner mehr angerufen, weil die das so cool fanden, ihr Ding, was sie da selber gebaut haben. Und das hat mir unglaublich gezeigt, dass wir viel mehr 1:1 machen sollen, viel mehr mit den Händen begreifen, was Bauen auch heißt. Also ähnlich, was Eike gesagt hat, wir haben auch Holz genommen, das sowieso noch an der Uni aufzutreiben war. Wir haben Schafwolle genommen, wir haben Lehm zur Verfügung, wir haben selber Stampflehmwände gebaut. Und es gab einen gewissen Zeitplan und wir haben auch gemerkt, dass Stampflehmwände einfach viel länger brauchen und so. Also das sind ja auch Prozesse und da packe ich mir auch an die eigene Nase, dass wir da viel mehr in diesen Prozess gehen müssen, auch wenn man den Begriff so nimmt, stolz zu sein, als Studierender etwas zu bauen und das auch in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Lernprozess, den sie später ganz doll brauchen, also auch dieses Präsentieren an der Stelle. Und das ist auch der große Unterschied zu den Ingenieuren. Sie trainieren das auf so eine nonchalant Art, merken das vielleicht gar nicht, aber ein Versorgungsingenieur lernt nie, sein Konzept im Studium mal vor einer großen Menge zu präsentieren. Und da fängt schon der interdisziplinäre Prozess an zu kranken. Ich sitze ganz oft im Auto mit Kollegen und dann sagen sie, ist ja alles gut, was diskutiert wird, aber es funktioniert nicht. Da könnte ich aus der Haut fahren, warum der das nicht am Tisch sagt, aber er traut sich da nicht. Und dieses Steuern, glaube ich, ist auch immer noch etwas sehr Wichtiges, das der Architekt am Ende auch beherrschen muss. Ich hätte noch eine Frage, die so ein bisschen anschließt an das, was Dirk gerade gesagt hat, zum Thema Verantwortung, zum Thema selber politisch sein. Welche Vorschrift, und ich hatte mir vorgestellt, ich stelle so die Frage in die Runde und jeder sagt dazu so 2 knappe Sätze. Welche Vorschrift findet ihr beim Bauen in Deutschland für irgendwie besonders problematisch? Und wie würdet ihr sie ersetzen? Ich fange mal an. Schallschutz. Ja, die aktuelle Verschärfung der Schallschutznorm kostet uns relativ viel Material. Also ganz einfach sehr viel, oder besser gesagt sehr viel Material. Und sie macht aktuell das Bauen mit alternativen Materialkombinationen sehr, sehr viel schwerer und verhindert damit auch Innovation. Und die Frage ist, ob wir überhaupt in so leisen Räumen leben und arbeiten wollen, die sollten wir nochmal überdenken. Ne, weil die Frage ist, was ist das Ziel? Ich schließe mich mal gleich an. Mein Lieblingsthema ist der Aufzug, der auch viel zu exzessiv eingesetzt wird. Wenn wir in der Gebäudeklasse 5 sind, sollten die kleinen Fleischklöpse vielleicht lieber nicht mit ihrem Burger im 2. Stock mit dem Aufzug fahren. Auch das kostet unglaubliche Ressourcen und wir müssen nicht jede Wohnung barrierefrei machen. Das ist einfach Quatsch. Wir müssen Diversität anbieten, eine Flexibilität anbringen. Aber meine eigentliche Antwort ist natürlich 90% aller Regeln. Aber das war ja klar. Ja, dann mache ich weiter. Ich wünsche mir eine Stadt ohne Bebauungsplan, wo nur Qualitäten definiert sind und nicht irgendwie vorgegossen wird, wie hoch ein geschossenes Gebäude sein muss. Es geht ja darum, dass wir gewisse Qualitäten herstellen. Dann können wir doch die Qualitäten definieren und nicht die Traufhöhe. Schönes Thema in Berlin. Der braucht nicht 8 Jahre, sondern der wirkt 30 Jahre. Das ist viel schlimmer. Oder 50 Jahre. Das ist nee, der wirkt, für immer. Endlos. Ja, ja, genau. Ja, dann schließe ich mich an. Meine erste war Thea Lärm, wurde dann schon genannt. Die zweite war der Bebauungsplan. Und aber was auch noch ist, ist, was mich gerade umtreibt, sind diese unendlichen oder die Fördermittel, das ist jetzt kein Gesetz oder keine Vorschrift, aber ein Anreiz, die Fördermittel, wie sie gerade gesetzt werden, vor allem im Neubaubereich, die auch nicht unbedingt zu Vereinfachungen im Bauen führen, sondern zu einer Komplexsteigerung und die meiner Meinung nach völlig falsch angesetzt sind. Uns müsste viel mehr das dynamische Haus gelten und danach die Förderrichtlinien vielleicht auch ausgelegt werden als starre Berechnungsmethoden, die
zu einer Vielzahl von Technik führen, weil man vermeintlich Energie spart und Materialschlachten hervorruft. Ja, und generell ist es im Endeffekt die Beweislast, die in unserem System sehr verankert ist. Nehmen wir das Beispiel von Schadstoffen in Gebäuden oder Materialien. Es gibt sowas wie eine Negativliste. Das heißt, es wird immer wieder wie so ein Rattenrennen hinterhergerannt, was denn die Industrie gerade wieder erfunden hat. Und es müssen dann chemische Analysen gemacht werden, ob das jetzt gesundheitsgefährdend ist oder nicht. Ja? Und ich glaube, hier müsste die Beweislast generell in unserem Bauwesen umgedreht werden. Es müssten auch irgendwie Hersteller verpflichtet werden, dass sie nachweisen, dass es eben nicht schädlich ist, dass es sortenrein ist, dass es nachweislich kreislaufgerecht ist, das, was die Produzierung bauen. Und nicht, dass wir irgendwelche Experten einstellen müssen mit irgendwelchen tollen Labors, die dann in jahrzehntelanger Forschung rausfinden müssen, was überhaupt eingesetzt wurde, damit man hinterher eine Beweislast führen kann. Das heißt, diese ganze Umdrehung von dem, wer Verantwortung trägt, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir diskutieren sollten und angehen sollten. Jetzt ja, haben wir gerade Jocelyn verloren. Felix, willst du dann übernehmen? Das mache ich sehr gerne. Genau, wir haben ein ganz rege Fragen im Chat. Deshalb würde ich fast darum bitten, dass wir uns jetzt etwas kürzer fassen, weil wir natürlich diese gerne alle noch stellen würden und es doch jetzt doch die Zeit sehr schnell vorangeschritten ist. Ich würde gerne als nächstes die Frage von Jojo stellen. Der fragt, wie sehr sind wir noch in der Experimentierphase? Braucht nachhaltig bauen heute noch Mut? Das wurde ja schon ein bisschen angesprochen. Vielleicht kann eine Person ganz kurz antworten und dann machen wir weiter. Ich glaube, wir wissen ganz viel. Also es ist weit, das Experimentieren, die Experimentierphase haben wir längst überschritten. Ich glaube, wir können tatsächlich in die Anwendung gehen. Das heißt nicht, dass wir nicht immer auch noch besser werden können und auch gleichzeitig experimentieren müssen, sodass es am Schluss schon immer beides braucht. Aber ich glaube, wir können heute schon ganz, ganz viel machen mit dem, was wir wissen. Und dann direkt eine Frage von Hanna zu dem Thema alternative Materialien, vielleicht auch direkt an Dirk Hebel. Wie weit ist es mit Mycelium als Baustoff? Ist es als Dämmung oder Betonersatz in Deutschland denkbar? Und wo seht ihr alternative Materialien in der Zukunft? Ja, also wir setzen das selbst schon ein. Das heißt, alles dort, wo ich meine Freiheiten habe, da nutzen wir auch die Freiheiten. Wir machen Monitoring von diesen Systemen, auch als Installationsmaterialien. Wir schauen Langzeitverhalten. Aber ich mache das jetzt nicht unbedingt, um jetzt irgendwie die Start-up zu gründen und mit Zinems. Ich mache das vor allem, um andere Leute wie Sie zu begeistern. Ich möchte Paletten aufmachen, ich möchte, dass wir Bücher schreiben, dass wir Vorträge halten, dass Sie auch Interesse haben und zu merken, dass Sie nicht das alles schlucken müssen, was uns eine Bauindustrie vorgibt. So, ich glaube, dieser Begriff des forschenden Architekten, der Architektin, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, worauf eigentlich unser polytechnisches Ausbildungssystem beruht. Und ich glaube, wir müssen uns viel mehr engagieren. Das habe ich mit diesem politischen Appell gemeint. Wir müssen uns aber auch in der Forschung engagieren. Und wir müssen andere inspirieren, damit dort gemeinsam der Weg gegangen wird. Ich halte nichts davon, dass wir in einem Elfenbeinturm jetzt für uns zum Beispiel das Mycelium irgendwie beanspruchen und möglichst viele Anmeldungen durchführen, um das irgendwie zu schützen. Ich glaube, wir müssen disseminieren, wir müssen Ideen präsentieren. Wir müssen Verbesserungen zeigen, wir müssen gute Leuchtturmbeispiele dessen zeigen. Also ich biete Ihnen an und ich hoffe, dass Sie diese Fäden aufgreifen von ganz verschiedenen Leuten und dort mitarbeiten und mitforschen. Das ist der wahre Grund, warum wir das machen und nicht, weil ich da irgendwie Interesse habe, da eine Firma zu gründen oder Geld zu verdienen. In die Richtung geht auch eine weitere Frage aus dem YouTube-Live-Chat. Und zwar, sollten wir in der Architekturausbildung mehr Werkstoffkunde und damit das Wissen über einzelne Baustoffe fördern? Ja. Das überhaupt mal wieder haben, bei uns ist das so weit weg, das ist fast nicht im Unterricht präsent. Also man kriegt das im Bachelor gar nicht, im Master gar nicht, noch weniger. Aber vor allem halt auch im konstruktiven Kontext. Also nicht nur... Es gibt hier eine Palette, sondern wie können wir die einsetzen sinnvoll? Also ich glaube, dass diese baupraktische Übung, die wir alle aktuell ja in irgendeiner Form machen, dass das ist ein Versuch, eine Antwort. Na, ich glaube, das ist mit dem, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, nicht vielleicht sag mal, wissenschaftlich genug, aber die Erfahrung des Materials, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt bei der Vermittlung von Materialwissen.
Ne? Also es nützt jetzt auch nichts, einfach nur eine Vorlesung zu halten, wo, sag mal, stundenlang verschiedene Kenndaten vorgelesen werden, sondern es geht, glaube ich, echt um so eine Erfahrung der Materialien und der Potenziale von Materialien. Da grete ich kurz rein, weil, glaube ich, gerade sofort die nächste Nachfrage dazu kam. Und zwar, wäre Bauunterricht nicht wichtiger im ersten Jahr als der Zeichenunterricht? Mai. Baut halt. In der Grundlehre darum, überhaupt eine Liebe für diese Disziplin zu erschaffen. Ja? Und ich glaube natürlich, ich weiß, wer es vorhin gesagt hat, diese Symbiose ist wichtig. Ja? Also die Frage, wie man ganz verschiedene Werkzeuge, Methoden, Vorstellungen, Wünsche, Sehnsüchte in diese Disziplin der Architektur hineinbekommen kann. Und ich glaube, mein Ansatz ist da ganz eindeutig, so viel wie geht. Also es ist nicht die Frage, ob das eine oder das andere, es ist die Frage beides. Ja? Und wie wir es schaffen können, eben zu entwerfen aus einem Wissen heraus, zum Beispiel auch der Materialien, aber genauso gut der Komfortfrage, der Baustatik, der Baukonstruktion, der Frage von Nutzerzufriedenheit, der Frage von Bauphysik, der Frage von Energiesystemen, all das ist Entwurf, ja. Und wir können das nicht irgendwie losgelöst sehen und sagen, naja, jetzt mache ich hier heute dienstags und mittwochs mache ich Entwurf und dann mache ich meine Fachdisziplin und gucke, dass ich eine gute Note kriege. Also ich glaube, wir sollten vor allem unser Ausbildungssystem so weit reformieren und ausbilden, dass wir diese Synergien und dieses ständige Trainieren immer wieder üben. Und ich höre immer so ein bisschen, naja, man muss die Erstsemestrigen und die Zweitsemestrigen, man darf die nicht überfordern und man darf da nicht so, ganz im Gegenteil. Ich finde, wir sollten von Anfang an alles auf den Tisch legen, um was geht. Und wenn sie irgendwann 12 Bälle in der Luft haben und jonglieren müssen, super. Ja? Und da fallen sie wahrscheinlich auch 9-mal runter. Das ist völlig okay. Aber ich glaube, wir sollten aufhören von diesem Schützen von ihnen, ja? Von Architektinnen und Architekten der Ausbildung, sondern das volle Bombardement von Anfang an, weil so ist Architektur. Und ich glaube, nur so liebe ich auch die Architektur. Und das zu reduzieren auf einzelne Begriffpaare oder einzelne Fächer und Subjekte, ist im Endeffekt sehr langweilig. Okay, also die Architektur als Bombardement ist auf jeden Fall ein Bild, was bei mir bleiben wird. Also bitte auf dem Protokoll. Super rege, es kommen hier jede Menge Fragen rein und ich würde zwei, die doch nochmal ein bisschen zurück zum Thema Auftraggeberschaft und Mut abzielen, würde ich aneinander kurz stellen. Und zwar, das klingt in der Theorie alles sehr schön, ich habe aber den Eindruck, dass man in der Wirtschaft viel mit Bauherren zu tun hat, und die auf den Profit aus sind. Wie kann man dem entgegenwirken als Architekten? Ich denke auch, dass es etwas schwieriger ist, in der Realität beziehungsweise auch als junge, in den Anfang stehende PlanerInnen sich den wirtschaftlichen Zwängen des Marktes einfach so zu entziehen, wie beispielsweise ein Büro wie Sauerbruch hat und das kann. Welchen Spielraum ist dann gegeben, wenn einem als jungen Büro finanziell die Hände gebunden sind? Wenn man einfach weiter auf das falsche Pferd setzt, ja. Das ist, genau. Es hilft halt keinen Schritt weiter, wenn man in dieser Denke verweilt. Ihr müsst Kompetenz entwickeln. Das ist das, was, also wir haben nur Bauherren, die wollen, auch bei der öffentlichen Hand mittlerweile. Wir haben nur Bauherren, die wollen. Und das sind alles ganz viele natürlich lange Zeit private Bauherren gewesen, die genau wissen, was es heißt, wenn man sich ein Haus baut und da 50 Jahre drin leben soll und was sie in den Enkel übergeben wollen. Die Leute, die darüber nachdenken, mit denen baut man die Zukunft. Aber das macht man nur, wenn man kompetent berät und wenn man die Kompetenz sich entwickelt hat. Und je mehr wir wissen, je mehr wir wirklich gut beraten können, umso mehr dürfen wir auch. Ich glaube, da liegt die Krux. Der Böse sind nicht die Bauherren. Die Bauherren sind da. Die Gesellschaft will viel mehr. Das böse Projekt ist, glaube ich, unsere Lobby, unsere Politik, die eingelullt ist, die diese Veränderungen verhindern. Das ist die große Verkrustung. Die Bauherren sind im Wesentlichen da und wir müssen die Kompetenz entwickeln und raussagen. Und dann geht alles. Vielleicht nochmal genau das. Die Kunst besteht darin, die richtigen Bauherren zu finden. Und ich glaube, gerade eben sind wir in einer Zeit, wo wir ganz viele gute Bauherren da draußen haben. Aber natürlich auch ganz viele schlechte. Aber ich glaube, wenn man sieht, wie die 90er oder die Nullerjahre hart waren für die Architekten, wo man wirklich diese Frage stellen konnten, wo ich von guten Architekten gesehen habe, wie sie schlechte Shopping-Malls bauen, bloß damit sie das Büro finanzieren können. Wir sind ja Gott sei Dank in einer ganz privilegierten Situation im Moment und sollten das nutzen. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, der entscheidende Satz. Also
wir kriegen keine bessere Position, als die wir jetzt gerade haben. Deswegen müssen wir jetzt machen. Ne? Und es ist auf jeden Fall so, dass wenn, genau wie das gerade gesagt worden ist, ne, wenn du als kompetenter Ansprechpartner oder Partnerin, dann wirst du auch angesprochen. Und das wiederum liegt jetzt einfach auch bei uns, bei euch. Das müssen wir halt selber in die Hand nehmen. Wir müssen als kompetente Ansprechpartnerin auftreten. Und dazu muss man halt lernen, ausprobieren und experimentieren, aber ganz viel einfach auch machen. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Moment als den, den wir jetzt gerade haben. Der schönste oder der beste Bauer ist immer, der fragt, wie würden Sie es denn machen, wenn man drei Varianten vorstellt und dann sagt man, ich würde es so machen. Aber wenn man dann, wir haben so einen Kollegen, der fängt immer an und sagt, antwortet auf so eine Frage, kommt drauf an. Da werde ich schon immer ganz nervös, weil das kann man im Bauherrn nicht sagen, dass man dann sagt, kommt drauf an. Sondern ich muss ja selber wissen, wie würde ich es machen. Ich muss einem Bauherrn, einer Bauherrin immer die Möglichkeiten aufzeigen, die da sind und auch die Konsequenzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ehrlichkeit in dem, was man tut, ist ganz wichtig. Aber wenn er dann fragt, wie würdest du es machen, wie würdet ihr es machen, dann zu sagen, ich würde es so machen. Ich habe selten einen Bauherrn erlebt, der dann gesagt hat, nee, ich mache es jetzt genauso, wie du es nicht empfohlen hast. Also sich gemeinsam mit dem Bauherrn auf den Weg machen und der Bauherrin. Und das andere ist, dass wir haben schon zwei Bauherrschaften erlebt, dem wir gesagt haben, das Haus wird so und so viel kosten. Und er hat bei allem hinterfragt, brauche ich das? Und er hat uns trotzdem, und das ist auch etwas, das sich sicher gesellschaftlich ändern muss, nicht weil man viel Technik einbaut, muss man auch viel planen, sondern wenn man Technik weglässt, muss man viel diskutieren, beraten. Und das muss unsere Honorarordnung auch irgendwo vielleicht mal lernen, da angepasst zu werden. Und der Bauherr hat gesagt, ihr werdet nicht dafür bestraft, dass ihr Dinge weglasst, sondern das Geld, das ihr spart, gebe ich euch als Payback zurück. Und das sind einfach tolle Bauherren, die sowas erkennen. Und die sind aber erst seit 5 Jahren oder so, ploppen die mal auf, weil sie es erkannt haben. Und auch mal so einen Vorschlag machen, Bauherren, auch Mut haben zu sagen, gehst du mit mir den Weg? Aber ich stehe auch dazu, was ich mit dir ausmache. Genau. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, da weiterzukommen. Aber ein guter Bauherr ist immer die halbe Miete. Vielen Dank. Es kommen so viele Fragen, aber wir sind jetzt schon, wir können gar nicht alles stellen, deswegen kommt hier schon die letzte. Wie kommen wir stärker in die Gesellschaft zurück und können ebenso die Bauherrinnen mitnehmen? Und die ähnliche Frage dazu. Meine Frage zielt in eine ähnliche Richtung wie der Beitrag von mir. Wie kann die Verwobenheit einer verantwortungslosen Art des Bauens mit einem globalen Spekulationswesen mitgedacht werden? Kann die Wende im Bauen also ohne eine soziale Wende stattfinden? Besteht nicht eine echte Gefahr, bei allen Nachdenken über die Lösungen der Klimakrise blind zu werden für die Wurzeln des Problems? Also vielleicht sage ich einen Satz dazu, das ist absolut richtig. Die Spekulation ist natürlich ein großes Thema. Das führt natürlich auch dazu, dass falsch gebaut wird. Also es hat ganz viele Blüten. Aber ich glaube, was da an der Stelle schon, da sind wir natürlich bei dem Thema Governance, was jetzt schon viel stärker kommt, ist dieses Thema Sustainable Financing. Und ich glaube, dass auch an der Stelle im Moment wahnsinnig viel passiert. Aber das ist auch ein Baustein, der elementar wichtig ist, der elementar notwendig ist. Und das ist vielleicht so ein bisschen unser Problem, auch unser Problem jetzt in dieser Runde. Wir verlieben uns natürlich in das, was wir tun und so weiter und lassen so dieses ganze Ökonomische aus dem Blick, weil wir, ich sage bei mir manchmal an der Uni, am Lehrstuhl, halb zum Spaß und halb aus Ernst, sobald wir eine Währung hinschreiben, wird es langweilig. Ja, und das ist auch so, wir wollen ja nach vorne blicken, wir wollen ja weiter uns entwickeln und nicht sofort immer gleich in ökonomischen Zwängen denken. Aber Fakt ist, wir haben auch keine Lust drauf. Und ich glaube, an der Stelle, an der Schraube müssen wir einfach sehr viel besser werden, wenn wir tatsächlich was verändern wollen. Also müssen wir uns mit diesem langweiligen Thema beschäftigen, als Planer, als Architekten, als Ingenieure. Aber es muss sich auch seitens der Regulierung, seitens der Governance an der Stelle ganz viel ändern. Absolut. Aber dann müssen wir auch bereit sein. Das heißt, es nutzt ja nichts, an der Governance zu ändern und andere Vorgaben zu machen, wenn dann wir nicht das Wissen haben,
wie wir dann darauf reagieren sollen. Und das ist unsere Aufgabe. Auf diesen Moment müssen wir uns vorbereiten. Und da, glaube ich, eben ist das Wort gefallen, Verantwortung. Das ist unsere Verantwortung. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Das klingt, glaube ich, nach einem sehr schönen Schlusswort aus dieser Runde. Wir bedanken uns erstmal bei allen, die hier mitdiskutiert haben, innerhalb und außerhalb dieses Meetings. Wir bedanken uns außerdem bei allen Zuschauern, die das gesamte Semester mitbegleitet haben. Dies war jetzt der letzte UDK Tuesday Lecture Series dieses Semesters. Wir freuen uns auf das nächste Semester, auf alle kommenden Beiträge. Wir freuen uns auf alles, was von allen, die hier sitzen und mitdiskutiert haben, noch gebaut wird. Und damit übergebe ich, glaube ich, einmal das Schlusswort an dieser Stelle an dich, Jocelyn. Ja, vielen, vielen Dank für die tollen Vorträge und besonders auch für die anschließende Diskussion, die wirklich super spannend war. Wir haben viel über Mut, Verantwortung, Überzeugung und besonders über einen jetzigen positiven Handel gesprochen. Das war natürlich ganz schön kurz. Es sind super viele Fragen reingekommen. Das finde ich, also es freut uns total. Und wir konnten gar nicht alles stellen. Deswegen freuen wir uns auf jeden Fall über ein nächstes Mal. Und auch nochmal an alle, wir freuen uns, wenn ihr bei FAQ Concrete mitmachen möchtet. Wir sind auf der UDK-Website zu finden. Schreibt uns gerne. Genau, also vielen, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, bis auf ein nächstes Mal. Danke. Dankeschön, bis bald. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Adieu. Tschüss. Ciao.